Guten Morgen, guten Tag an alle. Ich bin Antonio Hermann Benjamin. Ich bin Richter am obersten Gericht und ich freue mich sehr, hier diesen Dialog heute zu eröffnen. Das ist die Fortsetzung eines vorangegangenen Dialogs zum Launch des Buches über den Dialog in unserem Senat. Wir freuen uns hier über die Anwesenheit des deutschen Botschafters Heiko Thoms, die Senatoren Neo Sinjudrat und Fabiano Contarato, unser Kollege Arnold Kreilhuber von der Abteilung Recht von UNEP und Vertreter der deutschen Botschaft sowie alle Fachleute, die hier Texte für dieses Buch geschrieben haben, alle Autoren, die hier sich beteiligt haben an diesem Buch. Ich möchte alle begrüßen, die uns hier zuschauen über YouTube. Und auch alle Kollegen, alle Richter, die uns hier zusehen. Diese Eröffnung, dieser Launch ist verdolmetscht. Sie können das in zwei Sprachen hören, auf Deutsch und auf Portugiesisch. Sie klicken dazu einfach auf den kleinen Globus und dann hören Sie die Übersetzung. Zunächst mal möchte ich den Botschafter Heiko Thoms begrüßen, der gerade in Brasilien angekommen ist. Für uns Brasilianer ist es eine große Ehre, einen so hochrangigen Diplomaten hier zu empfangen mit so einer beeindruckenden Karriere und mit solcher Kompetenz. Einige Funktionen, die Herr Botschafter Heiko Thoms bereits hatte in seiner Karriere, bevor er nach Brasilien kam. Er war ständiger Vertreter oder stellvertretender Vertreter von Deutschland in der NATO in Brüssel. Er war Botschaft und Stellvertreter von Deutschland in den Vereinten Nationen in New York von 2013 bis 2017. Er war Kabinettschef des Außenministeriums in Berlin und hat verschiedene weitere wichtige Positionen eingenommen. Das zeigt, dass wir hier nicht irgendeinen Diplomaten haben, sondern jemand, der seinen Beruf sehr gut kennt, weil er in der Verwaltung, im Ministerium selbst tätig war und auch die Außenbeziehungen sehr gut kennt. Er weiß es, Deutschland in anderen Ländern zu vertreten. Für uns Brasilianer ist der Botschafter Thoms jetzt sehr, sehr wichtig. Wir möchten wirklich die multilateralen Beziehungen gerne stärken und auch den Gedanken, dass alle Probleme, die wir gerade haben, nur gemeinsam in gemeinsamer Arbeit gelöst werden können. Wir wissen, dass es Unterschiede gibt, Diversität ist ja was Natürliches. Das ist auch nichts Schlechtes, sondern das ist eigentlich ein Vorteil für die Menschheit an sich. Ich möchte auch zu Herrn Heiko Thoms nochmal anmerken, dass obwohl er
jetzt nicht ursprünglich aus dem Recht kommt, kein Rechtswissenschaftler ist, aber er ist verheiratet mit Anna-Rita Thoms. Das ist unsere Botschafterin vor ihm. Sie ist Anwältin für internationalen Handel, in Handelsrecht. Sie ist sehr bekannt und ist gleichermaßen eine globale Führung vom World Economic Forum. Obwohl unsere Kollegin Anna-Rita Thoms nicht dabei ist, möchten wir sie hiermit auch gleichzeitig willkommen heißen hier in Brasilien. Damit gebe ich das Wort auch schon gleich weiter an den Botschafter Heiko Thoms. Danach hören wir die beiden Senatoren, die heute hier anwesend sind, und zum Schluss unseren Kollegen Arnold Kreilhuber. Das ist der formelle Teil. Und ohne Pause geht es dann gleich weiter in die Podiumsdiskussion, die politische, juristische Debatte über dieses Buch, das wir heute launchen werden. Herr Botschafter Heiko Thoms, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Minister Herman Benjamin, und herzlichen Dank für diese außerordentlich warmen Worte der Vorstellung. Herzlichen vielen Dank dafür. Sehr geehrte Damen und Herren Professoren, sehr geehrte Damen und Herren, bonjour a todas y todos. Brasilien und Deutschland sind seit langer Zeit durch eine enge Partnerschaft verbunden. Diese Partnerschaft basiert nicht nur auf unzähligen persönlichen und familiären Kontakten nach mehr als 200 Jahren deutscher Einwanderung nach Brasilien. Sie basiert nicht nur auf der engen wirtschaftlichen Verflechtung unserer beiden Länder. Es kommt hinzu, dass Brasilien und Deutschland eine sehr ähnliche rechtstheoretische und rechtsphilosophische Tradition teilen. Juristen beider Länder befinden sich seit langer Zeit im engen Dialog miteinander. Um auf dieser Tradition aufzubauen und gemeinsam über die neuen Herausforderungen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nachzudenken, die unsere beiden Länder im 21. Jahrhundert bewegen, hat die Deutsche Botschaft Brasilia im Jahre 2018 das Euro-Brasilianische Demokratieforum initiiert. Im Rahmen dieser sehr hochkarätig besetzten Konferenzreihe, die schon über 150 herausragende Politiker, Juristen, Wissenschaftler und Zivilgesellschaftsvertreter beider Seiten zusammengebracht hat. Ich möchte exemplarisch nur nennen den Parlamentspräsidenten Rodrigo Maia, den Präsidenten des Deutschen Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhle und die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Katharina Barley. In diesem Rahmen wurden 2020 über 1,4 Millionen Zuschauer online erreicht. Dies ist ein Format, das für eine deutsche Auslandsvertretung jedenfalls weltweit einzigartig ist. Dies ist nach meiner festen Überzeugung ein starkes Zeichen für das gegenseitige, bis tief in die Zivilgesellschaft hineinreichende Interesse an dieser Art des Austauschs. Auch der Umweltschutz ist seit Jahrzehnten eine tragende Säule unserer Kooperation. Durch die gemeinsame Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung wurden große Fortschritte erzielt, etwa beim Schutz der nachhaltigen Nutzung der Wälder. Wie jegliche staatliche Handeln wird auch der gesellschaftliche Wille zum Schutz der Umwelt durch Recht operationalisiert. Dabei zeigt die Erfahrung in beiden Staaten, dass auch ausgefeilte Gesetze und Regelungen zum Umweltschutz keine starke Wirkung entfalten, wenn sie nicht im Rahmen eines rechtsstaatlichen Systems effektiv umgesetzt werden. Aus diesem Grunde hat die Botschaft Ende 2019 in enger Kooperation mit dem brasilianischen Senat und dem brasilianischen obersten Gerichtshof diese Themenfelder unseres Austausches, die sonst oftmals getrennt betrachtet werden, tatsächlich aber eng miteinander verknüpft sind, Umweltschutz und Rechtsstaat, zum Gegenstand einer gemeinsamen Konferenz des Demokratieforums gemacht. Und es freut mich ganz besonders, dass es nun gelungen ist, die Beiträge der renommierten Konferenzteilnehmer, die in diesem kurzen Grußwort alle zu nennen, den Rahmen sprengen würde, aktualisiert in Buchform vorzulegen.
Und die ist natürlich zweisprachig, denn wir müssen zu diesen Zukunftsthemen immer im Dialog bleiben. Ganz herzlichen Dank. Eu agradeço ao embaixador Toms pela sua Botschafter Toms für ihre freundlichen Worte. Wir hören jetzt die beiden Senatoren. Senator Contarato hat mir auch gerade eine Nachricht geschickt. Der ist schon online. Zunächst hören wir Senator Nelsinho Drad für die deutschen Kollegen. Sollte man ihn kurz vorstellen, ein bisschen was über seine Karriere erzählen. Er kommt aus einer Familie von Parlamentariern. Ich selber hatte die Gelegenheit, seinen verstorbenen Vater kennenzulernen. Er war Abgeordneter, Bundesabgeordneter viele Jahre lang. Senator Drad war Bürgermeister in Campo Grande und ich möchte alle gleich einladen, Campo Grande, die Stadt heute, kennenzulernen. Es ist eine grüne Stadt mit vielen Parks, vielen Grüngürteln und diese Stadt ist das Eingangstor zum Pantanal. Sein Bruder Abgeordneter Drad ist Bundesabgeordneter, auch im Rechtsbereich. Nelsinho Drad selber ist Arzt. Und in den beiden Jahren, als Senator Drad Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen war, hatten wir offene Türen wirklich in diesem Ausschuss und haben verschiedene Aktivitäten gemeinsam durchgeführt. Und deswegen freue ich mich sehr, das Wort an Senator Nelsinho Drad weiterzugeben. Ja, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, alle Teilnehmer, den Richter des obersten Gerichts hier in Brasilien, Herrn Minister Herman Benjamin. Ich begrüße auch den Botschafter Heiko Thoms, deutscher Botschafter hier in Brasilien. Minister Benjamin sagte, ich möchte alle ganz herzlich einladen, hier unsere Region, unser Pantanal kennenzulernen im Süden des Staates Mato Grosso. Das ist wirklich eine einzigartige Gegend hier in unserem Planeten. Wir haben Pantanal sozusagen als Seele unseres Staates in unserem Gebiet. Ich beginne hier mit meinen Erklärungen und möchte berichten, dass im Ende November 2019 ich die Ehre hatte, das Seminar Umweltrechtsstaat, Realitäten und Perspektiven in Deutschland und Brasilien vorzusitzen. Das habe ich organisiert zusammen mit diesem Seminar. Ist diese Publikation erwachsen, der Umweltrechtsstaat. Unser Ziel damals war es, an jenem Donnerstagvormittag war es, die anerkannte Erfahrung zwischen Deutschland und Brasilien zu vergleichen und zwei gemeinsame Herausforderungen zu zeigen, Klimawandel und der internationale Handel. Wir haben damals die Idee entwickelt des Umweltrechtsstaates aus der Anerkennung der Umweltwohlfahrt als Recht. Und wir
Mustenband aufgefordert, Normen und Mechanismen zu erarbeiten, um allen Bürgern einen verantwortlichen und nachhaltigen Zugang zu den Ressourcen zu ermöglichen. Unter den verschiedenen Autoritäten hatten wir damals bei der Veranstaltung den Botschafter Georg Witschel anwesend hatten, den Minister João Otávio de Noronha, den damaligen Leiter des Obersten Gerichtes und den Richter, der diese Arbeit angeleitet hat, Antonio Herman Benjamin, den Richter aus Deutschland Peter Wisk, der aus dem brasilianischen Außenministerium Roberto Castelo Branco und viele verschiedene hochrangige Politiker und auch Wissenschaftler von der Universität São Paulo, von der Universität Oslo, von der Universität Frankfurt. Und diese Redner haben ihre Beiträge geleistet und das führt nun zu dieser Publikation Umweltrechtsstaat, der Dialog zwischen Deutschland und Brasilien. Dieses Buch haben wir zusammen mit dem Obersten Gericht veröffentlicht in einer zweisprachigen Ausgabe und an dieser Herausgabe habe ich teilgenommen. Ich beglückwünsche alle Autoren, dass sie in diesem Buch ihre Erfahrungen dargestellt haben. Und zum Schluss möchte ich noch betonen, dass in so einer Arbeit man immer inspiriert sein muss. Man braucht immer einen Anführer, jemand, der einen immer wieder motiviert, um das Ergebnis zu bringen, was wir jetzt in Händen halten. Und diese Person, die ich noch einmal begrüßen möchte, ist heute hier und inspiriert uns weiter. Das ist der Richter Herman Benjamin. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ihre Arbeit, Ihre Haltung schaffen wirklich ein Erbe, das sich die Zeiten überdauern wird. Und gleichzeitig möchte ich den Senator Fabiano Contarato nennen. Der Richter Herman Benjamin ist für uns ein Beispiel, dem wir folgen wollen in unserer Arbeit, in unseren Projekten. Ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit. Ich wünsche allen eine gute Arbeit. Ich werde mein Video zwischendurch immer wieder abschalten müssen, weil ich besser hören kann. Ich habe mehr Bandbreite zum Hören und zum Sehen, wenn ich meine eigene Kamera abschalte. Ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit und für mich ist es wirklich eine große Ehre, ein Privileg, hier an dieser Gruppe teilzunehmen. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre netten Worte, Herr Senator Nelsinho Trat, sehr großzügig. Und wir hören jetzt den Senator Fabiano Contarato aus dem Staat Espírito Santo. Und ich muss sagen, ich erzähle das den Kollegen immer gerne, das ist einer der Staaten, den ich am meisten mag. Es ist ein wunderbarer Staat mit einer besonderen Küche, einzigartig in Brasilien. Und mit seiner großzügigen und gastfreundlichen Bevölkerung. Ich bin immer gerne im Staat Espírito Santo. Senator Contarato ist eine sehr respektierte Stimme im Senat.
in diesen besonderen Themen, globale Erwärmung, Verlust von Biodiversität, die Achtung vor der Diversität zwischen den Menschen, die Bekämpfung aller Art von Vorurteilen, die Verteidigung der Menschenrechte und des Rechtsstaates. Wie Senator Trat schon sagte, Senator Contarato ist eine wichtige Stimme in unserem Senat. Er ist Vorsitzender des Umweltausschusses und er war Gastgeber der Veranstaltung, die dann zu diesem Buch führte. Ich freue mich also sehr, dass wir jetzt den Senator Fabiano Contarato hören. Ja, ganz herzlichen Dank. Auch meinerseits ganz herzlich willkommen, Herr Botschafter Heiko Thoms. Willkommen in Brasilien. Ich werde mich wirklich kurz fassen. Ich möchte alle Koordinatoren hier beglückwünschen, Richter Hermann Benjamin, Herr Michael Westland und Herr Lutz Morgenstern für die Koordination. Also ich werde wirklich nur ganz kurz und direkt sprechen. Ich glaube, jetzt ein Umweltrecht haben als ein Menschenrecht, grundsätzliches Menschenrecht, das ist jetzt nicht etwas, was irgendein Land machen muss, sondern es ist ein Menschenrecht. Es ist ein grundsätzliches Menschenrecht. Und wir müssen wirklich verstehen, dass Umweltschutz, wenn wir ein bisschen uns das Konzept der Menschenrechte ansehen, des tschechischen Richters von 79, inspiriert an den aufklärerischen Prinzipien. Er hat eine Kategorie von Rechten hier eingerichtet, die man Menschenrechte nennt. Und darin finden wir auch das Umweltrecht. Deswegen bin ich sehr froh als Vorsitzender des Umweltausschusses, aber auch als brasilianischer Bürger, weil das ist ein Kampf, den wir gemeinsam kämpfen müssen. Und ich bin ganz sicher, dass Umwelt zu verteidigen ist, Menschenleben zu verteidigen und alle Arten von Leben, die vielleicht noch in Zukunft kommen. Das heißt, in unserem Rückgrat des demokratischen Rechtsstaates, in unserer Verfassung, haben wir im Artikel 225 verankert, dass wir ein Umweltgleichgewicht haben müssen. Das ist die Pflicht des brasilianischen Staates, der brasilianische Staat, unabhängig von politischen Parteien. Der Staat hat die Pflicht, das zu schützen. Leider ist es nicht das, was wir gerade im Moment erleben. Wir haben wirklich Verletzung von Umweltrechten erlebt, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil das wirklich lang dauern würde in allen Biomen, in allen Biodiversitäten. Es ist wirklich wichtig, dass Brasilien hier mal mea culpa macht. Und wir müssen diese diplomatische Beziehung stärken. Ich war bereits in Deutschland auf Einladung der brasilianischen Regierung, um diese Umweltpartnerschaft zu stärken. Und das ist wirklich wesentlich. Das ist eine Pflicht von uns allen, für alle brasilianischen Bürger und für alle Bürger auf dem Planeten. Das ist wirklich dringend, es ist extrem und es ist notwendig. In diesem Sinne beende ich mein Mandat im Ausschuss, aber ich arbeite noch weitere 6 Jahre als Senator und ich werde weiter zur Verfügung stehen zu diesem Dialog mit dem mit der deutschen Regierung, meine Kollegen im Senat, die NGOs, die Universitäten, die Zivilgesellschaft, weil ich bin auch
seit 21 Jahren Universitätsprofessor und wir müssen wirklich dieses Menschenrecht auf Umwelt seit den Prinzipien der Menschenrechte, seit der Französischen Revolution hochhalten. Noch einmal ganz herzlichen Dank an Richter Hermann Benjamin. Ich bedanke mich wirklich für seine Begeisterung in der Verteidigung der Umwelt. Ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Veranstaltung und ich stehe gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank, Senator Contarato, für seine freundlichen Worte und auch für diese Erinnerung, dass Umweltschutz ein Menschenrecht ist, ein wesentliches Menschenrecht. Jetzt möchte ich gerne weitergeben an meinen Kollegen und Freund Arnold Kreilhuber. Vielen Dank, Herr Minister Benjamin. Sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Herren Senatoren, verehrte Autorinnen und Autoren, ich möchte Sie zuallererst zu dieser Initiative beglückwünschen und mein Glück zum Ausdruck bringen, dass ich heute auch hier dabei sein darf. Ich wäre natürlich viel lieber mit Ihnen allen in Brasilien, aber das ist uns leider natürlich aufgrund der gegenwärtigen Situation nicht möglich. Brasilien ist sehr eng verknüpft für UNEP, vor allem mit der Entwicklung des Umweltrechtsstaatsprinzips oder der Idee des Umweltrechtsstaates, des Konzeptes selbst. Und deshalb macht es mich persönlich auch besonders glücklich, dass ich heute hier bei dieser wunderbaren Buchpräsentation dabei sein darf. Seit 1972 ist die Anzahl an Umweltgesetzen weltweit um das 38-fache angewachsen. Das ist ein großer Erfolg. Allerdings muss jetzt auch die Umsetzung dieser Gesetze mit Nachdruck vorangetrieben werden und damit die Rechtsstaatlichkeit im Umweltbereich. Weit über die Hälfte aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen garantiert ihren Bürgern das Recht auf eine gesunde Umwelt. Parallel dazu, auch angesichts immer größerer Umweltprobleme, verlangen Menschen in zunehmendem Maße die Umsetzung und Einhaltung dieser Rechte. Adäquate Umweltgesetze und deren gerechte, aber unbedingte Umsetzung. Und auch die Betonung von Menschenrechten in diesem Zusammenhang. Wir haben gerade auch von Minister Benjamin und der Senator Contarato gehört, dass Umwelt- und Menschenrechte sehr eng miteinander verknüpft sind. Leider ist allerdings die Ausübung dieser Rechte für viele Menschen auf der Welt lebensgefährlich. Wöchentlich werden 3 Menschen in dem Kampf für den Schutz der Umweltrechte getötet. Viele weitere werden aufgrund ihrer unverzichtbaren Arbeit eingeschüchtert und bedroht. Der Schutz dieser Menschen und die freie Ausübung von Umweltrechten stellt zusammen mit dem entschiedenen Kampf gegen die Umweltkriminalität generell eine zentrale Herausforderung für den Umweltrechtsstaat dar. Wie auch im Ziel für nachhaltige Entwicklung, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen oder SDG 16 beschrieben, spielen Institutionen auf staatlicher, aber auch auf nichtstaatlicher Ebene hierbei eine große Rolle. Besonders ist hierbei auch die Bedeutung von Gerichten und Richtern hinzuweisen, die immer häufiger auf vielfältige Fragen wie Umweltverschmutzung, von Menschen verursachte oder natürliche Katastrophen und den Zugang zu umweltbezogenen Informationen urteilen müssen. Die Weiterbildung und Stärkung der Kapazitäten sowie generelle Anpassung der Gerichte an diese neue Realität und diese neuen Herausforderungen scheint deshalb unumgänglich, um die Rechtsstaatlichkeit im Umweltbereich aktiv voranzutreiben. Und genau in diesem Zusammenhang, denke ich, liefert der deutsch-brasilianische Dialog zum Umweltrechtsstaat einen überaus wichtigen Beitrag zur Stärkung dieser so wichtigen Institutionen, aber auch des Umweltrechtsstaates generell. Die Beiträge in diesem Buch zeugen von der unmittelbaren Bedeutung des Umweltrechts für die Zukunft gegenwärtiger und zukünftiger Generationen und von einem lebendigen, zielgerichteten Dialog, der, so bin ich mir sicher, inspirieren wird, und auch über die Grenzen Brasiliens und Deutschlands hinaus
Beachtung finden wird. Ich möchte mich noch einmal für die Einladung bedanken und Sie alle noch einmal zu dieser Initiative beglückwünschen und dem Buch viel Erfolg wünschen. Und ich freue mich auf die anschließende Diskussion. Danke noch einmal herzlich für die Einladung. Ja, wir bedanken uns beim Kollegen und Freunden Herrn Arnold Krannhuber für seine Worte. Er ist ein wichtiger Partner, nicht nur in Brasilien, aber in allen Ländern zum Thema Umweltrechtsstaat. Er hat selbst dazu schon publiziert und ein wichtiges Werk, ein Artikel möchte ich gerne empfehlen, veröffentlicht im Georgetown Law Review. Bevor wir jetzt weitermachen mit der Debatte, möchte ich mich bedanken. Zunächst mal bedanke ich mich beim Botschafter Georg Witschel, der Vorgänger von Herrn Botschafter Heiko Thoms, der diese Initiative unterstützt hat. Er setzt sich leidenschaftlich für Brasilien ein. Er hat an solchen Events immer mit sichtbarer Freude teilgenommen. Vor allem im Bereich Umwelt, Nachhaltigkeit, Menschenrechte, da war er immer sehr begeistert dabei. Und deswegen bitte ich Herrn Botschafter, möchte ich Botschafter Georg Witschel gratulieren zu seiner Arbeit in all den Jahren, die er hier in Brasilien war. Ich möchte auch erwähnen, dass wir hier ein gemeinschaftliches Werk haben, aber die Arbeit, die Veranstaltung, alles war gemeinsam gemacht und deswegen möchte ich mich bei Lutz Morgenstern und Michael Westland bedanken, die mit mir zusammen das alles koordiniert haben. Ohne die beiden würde diese Veranstaltung nicht stattfinden. Der Kollege Lutz Morgenstern ist schon wieder zurück in Deutschland, aber ist ein bisschen so, als wäre er immer noch hier in Brasilien. Spricht immer noch Portugiesisch, ein hervorragendes Portugiesisch. Seine Kinder sind auf einer Europaschule und lernen Portugiesisch und wir vermissen ihn sehr. Er ist sehr ernsthaft immer gewesen, viel juristisches Fachwissen, vor allem im Umweltbereich, worauf er sich spezialisiert hat. Der andere Kollege, Herr Michael Westland, es ist wirklich eine große, große Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist sehr ernsthaft, sehr engagiert auch. So wie er Diplomatie ein bisschen out of the box sozusagen sieht. Und das hat Herr Botschafter Heiko Thoms ja auch gesagt. Diese Veranstaltungen, die hier organisiert werden, die von unserem Kollegen Herr Michael Westland und seinem Team hier organisiert werden. Leider wird auch er uns im Juli verlassen, aber ich glaube nur körperlich, er wird weiterhin bei uns bleiben. Ich bedanke mich auch beim Richter João Otávio de Noronha, der damals mein Kollege war. Er war damals Präsident des Obersten Gerichtes. Und hier im Buch gibt es drei Personen. Die Leiterin des Senats, Frau Dr. Helena Tromka, und Fabrício Fernão Araújo, er ist der Leiter der Senatspresse, und Camila Senarox, die die gesamte
Logistik für dieses Buch organisiert hat. Damit noch einmal ganz herzlichen Dank. Damit haben wir den ersten formellen Teil, glaube ich, abgeschlossen und machen auch sofort weiter mit dem zweiten Teil. Das ist der Dialog zwischen den Autoren und den Herausgebern des Buches. Ich möchte nur mitteilen, dass mein Kollege Richter Peter Wisk doch bei uns ist. Er hatte eigentlich abgesagt, konnte aber seinen Zeitplan noch mal verändern und ist jetzt auch bei uns. Deswegen ganz herzlichen Dank. Und ich eröffne jetzt den Dialog zwischen den Autoren und möchte meine Kollegin Lutz Morgenstern und Michael Westland einladen, hier eine kurze Einführung zu sprechen. Ich glaube, ich sollte die Einführung machen, sehe ich hier im Programm. Ich möchte wirklich sagen, es hat mir viel Freude gemacht, dieses Buch herauszugeben, weil ich finde, dass ein sehr wichtiges Thema ist und aber auch wegen der Qualität der hier teilnehmenden Juristen. Und hier in dieser kurzen Einführung möchte ich wirklich drei Punkte betonen, die relevant sind, um die Struktur dieses Buches zu verstehen. Wenn man von Umweltrechtsstaat spricht und hier gibt es schon Abweichungen in den Begriffen zwischen den deutschen Texten. Da wird auch der Ausdruck Umweltrechtsstaat verwendet. Das ist der Titel des Buches. Umweltrechtsstaat. Andere verwenden den Ausdruck ökologischen Rechtsstaat. Aber das Thema an sich, und das sieht man auch im Buch, haben wir drei verschiedene Herangehensweisen. Die drei stehen auch im Buch. Zunächst mal eine allgemeine Herangehensweise, was man sozusagen als allgemeine Theorie des Umweltrechtsstaates nennen könnte. Da gibt es zwei Texte drüber, über diese allgemeine Theorie. Dann haben wir den Umweltrechtsstaat in all seinen Besonderheiten. Und diese Besonderheiten beziehen sich teilweise auf die besonderen Themen. Zum Beispiel in einem oder zwei Texten, da geht es um Klima. Ein weiterer Text, da geht es um Wasser. Und zum Schluss gibt es noch eine Art Ergänzung, die auch hier erwähnt wurde in der Eröffnung von unserem Kollegen Arnold Kreilhuber. Das ist die Umsetzung des Umweltrechtsstaates, dieser Aspekt. Und es ist klar, dass die Umsetzung in einigen Konzepten des Rechtsstaates, nicht nur des Umweltrechtsstaates, die Umsetzung ist ja auch Teil des Rechtsstaatsbegriffes. Aber da werden wir sehen, dass einige Autoren diesen Aspekt stark im Vordergrund gestellt haben. Nicht nur den formellen Verfahrensinhalt, Sachrecht, sondern die Umsetzung des Umweltrechtsstaates als eine Art von Achillesferse aktuell in diesem Konzept. Ja, damit gebe ich auch gleich weiter an Kollegin Lutz Morgenstern. Oder
später? Nee. Ich glaube, Herr Morgenstern, Sie können einfach schon mal begrüßen und dann machen wir die 5-Minuten-Reihenfolge und fangen dann schon an mit unserem Professor und guten Freund Herrn Eckert Rehbinder. Agora, Esther, komm du wieder. Eu vou. Ich habe jetzt die Frage, mache ich jetzt weiter oder macht der Professor Rehbinder? Mache ich jetzt? Ich glaube, wir machen jetzt Professor Rehbinder. Ja, ich wollte nur wissen, ob Sie jetzt was sagen wollen. Aber wenn nicht, dann geben wir sofort das Wort weiter an Herrn Professor Eckert Rehbinder. Professor Rehbinder? Ich weiß nicht, ob er uns jetzt gehört hat. Er war online. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Então, Professor Rehbinder, as suas considerações, por favor. Ja, vielleicht können Sie jetzt was dazu sagen, Herr Professor. Gut, guten Morgen zunächst einmal. Ich freue mich sehr für die virtuelle Einladung nach Brasilien. Eine physische wäre mir lieber gewesen, aber es geht notfalls auch so. Es ist evident, dass unsere Welt in einem starken ökologischen Stress ist. Man braucht nur an die Erderwärmung, die Biodiversitätsverluste, die Verschmutzung und Versauerung der Ozeane zu denken. Die wesentlichen Strategien der Staatengemeinschaft und der einzelnen Staaten sind an globalen Einzelproblemen orientiert. Natürlich in einem gewissen Rahmen, zum Beispiel im Rahmen der Sustainable Development Goals. Die Frage ist aber aus rechtlicher Sicht, ob wir nicht eine stärkere allgemeine rechtliche Fundierung brauchen, eine Art Überbau, der uns Impulse, Bewertungsmaßstäbe und auch individuelle Sicherungen gewährleistet. Und eines dieser Konzepte ist der Umweltrechtsstaat oder, wie ich ihn lieber nenne, der ökologische Rechtsstaat, der seit etwa 2013 in der internationalen Diskussion auftaucht. Ein besonders wichtiges Dokument ist die IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law von 2016 und 2017. Nun, was hat der Umweltrechtsstaat mit dem traditionellen Rechtsstaatsprinzip zu tun? Man kann sagen, das Konzept des Umweltrechtsstaates bedient sich der traditionellen Rechtsstaatskonzeption, gibt diesem Konzept aber eine neue Zielrichtung. Er ist nicht so sehr am Schutz des Einzelnen gegenüber der staatlichen Gewalt orientiert, sondern zielt auf einen effektiven Schutz ökologischer Nachhaltigkeit ab. Und er enthält auch im Gegensatz zum traditionellen Rechtsstaatsprinzip zusätzliche materiellrechtliche Anforderungen. Zunächst einmal zu einem Bereich, in dem der Umweltrechtsstaat und das traditionelle Rechtsstaatsprinzip sehr nah beieinander sind. Es ist wohl klar, dass ein starker und sichtbarer Rechtsstaat im traditionellen Sinne eine Grundvoraussetzung für die Erzielung von ökologischer Nachhaltigkeit ist. Und als Elemente kann man nennen die Qualität des Rechts, die Respektierung von Grundrechten, auch politischen Grundrechten, die Verantwortlichkeit der Behörden, die Befolgung der umweltrechtlichen Regeln und die Verfolgung von Straftaten, Transparenz, Partizipation und Zugang zu den Gerichten, also die Anerkennung der Notwendigkeit von Außendruck. Und als flankierende, besonders wichtige Elemente die Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche. Ich würde noch hinzufügen, auch Bekämpfung von Interessenkonflikten, Nepotismus
und Ämterpatronage. Die Frage ist, gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was den ökologischen Rechtsstaat auszeichnet? Geht es auch um die Frage nach dem Richtigen, das heißt einem für die ökologische Nachhaltigkeit problemadäquaten Recht? Das ist umstritten. Die einen sind auf der Auffassung, dass der ökologische Rechtsstaat darin erschöpfte, rechtsstaatliche Kautelen an das Umweltrecht anzusetzen, während die anderen den ökologischen Rechtsstaat auch materiell rechtlich anreichern wollen. Mir passt diese letztere Position sehr. Ich sehe aber gewisse Schwächen, die liegen nämlich darin, dass kaum ein Konsens zu erzielen ist über die einzelnen Elemente des materiellen ökologischen Rechtsstaates. Und es wird auch sehr schwer sein zu entscheiden, welche Elemente das im Einzelnen sein wollen. Also wir haben hier im Gegensatz zu dem formalen Aspekt Übersetzung des traditionellen Rechtsstaatsprinzips in das Konzept des ökologischen Rechtsstaats, haben wir eine Schwäche, dass alles noch im Fluss ist, was natürlich auch in gewisser Weise eine Stärke ist. Nun, lassen Sie mich etwas zu den einzelnen Elementen sagen. Es ist vorhin ja schon auf die Umweltgrundrechte hingewiesen worden. Dies ist sicherlich ein Bestandteil des ökologischen Rechtsstaats. Ich muss Ihnen aber verraten, dass man in Deutschland überwiegend dieser Idee ablehnend gegenübersteht. Das zieht sich durch Jahrzehnte unserer Umweltrechtsgeschichte, angefangen in den 70er Jahren. Ich habe damals schon für das Grundrecht auf Umwelt plädiert, aber geholfen hat das nicht viel. Und hier gibt es mehrere Argumente. Ein Argument ist, in einer Demokratie hat nicht der Richter zu herrschen. Das Umweltgrundrecht führt zu einer Verschiebung der Gewaltenbalance zwischen dem demokratisch verantwortlichen Regierung auf der einen Seite und den Gerichten auf der anderen Seite. Das andere ist, und das ist natürlich ein fundamentaler Einwand, niemand weiß genau, was das Umweltgrundrecht eigentlich ist. Bloßer Programmsatz, Appell an den Gesetzgeber, bindend, auch für die einzelnen Gerichte. All dies wird in der Welt unterschiedlich gehandhabt. Und vor diesen Unsicherheiten schreckt man jedenfalls in Deutschland zurück. Wir verlassen uns auf die Qualität unseres Gesetzesabhängigen, des Gesetzesrechts, ob wir da Recht haben oder nicht. Darüber kann man sich streiten. Nun, neben den Grundrechten stehen die Grundpflichten. Das wird in den Konzepten zum Umweltrechtsstaat betont, allerdings in der Rio-Erklärung nur in sehr pauschaler Form. Ich meine, man sollte klar unterscheiden zwischen der Verantwortlichkeit des Staates, den Pflichten des Unternehmens, auch Pflichten des Eigentümers und Pflichten privater und nicht alles in einen Topf werfen, denn hier gibt es unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Möglichkeiten und auch unterschiedliche, sagen wir mal, gerade an Zumutbarkeit der Pflichtnahme. Neben dem Grundrecht auf Umwelt stehen zwei Grundrechte, die man als Grundrechte im Werden bezeichnen kann, nämlich das Recht künftiger Generationen und die Rechte der Natur. Beide Aspekte sind umstritten und vielleicht kann ich in der Diskussion noch mehr darüber dazu ergeben. Ich selbst will es dabei bewenden lassen. Ich möchte nur darauf hinweisen, was das Recht der Natur betrifft. So haben wir hier ganz unterschiedliche Wurzeln, kulturelle Konzeptionen, besonders indigener Völker, umweltethische Begründungen, aber auch eine Art Notzuständigkeit, dass Gerichte unter dem Siegel der Rechte der Natur einfach versuchen, Staaten, die Schwierigkeiten haben, also Failing States, mit einer Art Nebenregierung zu ersetzen. Besonders wichtig sind Beiträge des Konzepts des Umweltrechtsstaats zum Inhalt der ökologischen Nachhaltigkeit. Da geht es um die Frage, ob die Nachhaltigkeit eine Priorität besitzen soll. Es geht um das Prinzip in dubio pro natura, wobei im Zweifel eine für die Umwelt günstige Entscheidung getroffen werden soll. Es geht auch sagen wir mal,
ökologische Verhältnismäßigkeit, also wenn Sie wollen, eine Analogie zur traditionellen Verhältnismäßigkeit, aber übersetzt in den Bereich des Umweltschutzes. Und am Ende stehen dann Regressionsverbot und Progressionsgebot. Zu all denen wird in meinem Beitrag einiges inhaltlich gesagt, was ich hier nicht näher ausführen möchte, denn die Zeit drängt. Ein weiterer Aspekt, Gerechtigkeit. Es ist wohl klar, dass ökologische Ansprüche nicht absolut sein können. Es besteht die Notwendigkeit, soziale und kulturelle Belange in einem angemessenen Umfang zu berücksichtigen. Im IUCN-Papier gibt es hier eine ganze Liste von Belangen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ein wichtiger Belang vollkommen vergessen worden ist, nämlich die gerechte Verteilung von Regulierungs- und Transformationslasten. Wir merken das ja heute angesichts der Corona-Krise, wie problematisch gerade diese Lastenverteilung sein kann. Und dieser Aspekt findet sozusagen, hat bisher noch nicht Eingang in die Diskussion geführt. Es ist vorhin schon darauf hingekommen, dass die Umsetzung von Umweltgerechtigkeitskonzepten eine besondere Rolle spielt. Ich habe in meinem Papier darüber sehr wenig gesagt. Ich weise aber darauf hin, dass das IUCN-Dokument eine ganze Liste von möglichen Umsetzungsmechanismen enthält, die man beherzigen muss. Ein wesentlicher Aspekt ist sicherlich auch der dort angesprochene Schutz von sogenannten Environmental Defenders. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Das Konzept des Umweltrechtsstaats ist eine Art Blaupause für die Nachjustierung des Umweltrechts mit dem Ziel, ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen. Aber die Frage bleibt, ob wir Juristen nicht unser Potenzial völlig überschätzen. Können wir eigentlich erwarten, dass sich ökologisches Recht in einer unökologischen wirtschaftlichen Gesellschaft entwickeln wird? Können wir das realistischerweise tun? Ich habe da meine Zweifel. Ich bedauere es, dass in der bisherigen Diskussion die Systemfrage, nämlich die Frage, ob wir nicht unser ganzes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ändern müssen, nicht wirklich gestellt wird. Es genügt nicht, mehr Kapital in Nachhaltigkeitsinvestitionen zu lenken. Ist es nicht wichtiger, das globale Casino zu zerstören, die unsinnigen Geldflüsse auf dem Kontinent zum Shoppen zu bringen und das Geld einem vernünftigen Zweck zuzuführen oder aber, wenn es zu viel wird, einfach stillzulegen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Professor Vogt, um den Vortrag hin. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Glückwunsch an den brasilianischen Senat und an die deutsche Botschaft in Brasilia für diesen deutsch-brasilianischen Dialog, der jetzt in diesem speziellen Fall in diesem interessanten und sehr wichtigen Buch resultiert hat. Herzlichen Dank auch an die Herausgeber, an Richter Antonio Hermann Benjamin und an Herrn Lutz Morgenstern und an Sie, Herr Dr. Michael Westland von der Deutschen Botschaft in Brasilia, für Ihre Mühe und für Ihre Arbeit und für Ihre Geduld mit der Herausgabe dieses Buches. In meinem Beitrag habe ich ein Grundprinzip des Umweltrechtsstaates analysiert, und zwar das der ökologischen Nachhaltigkeit, auf das eben auch schon Herr Professor Rebender eingegangen ist. Vor mehr als einem Vierteljahrhundert, genau 1987, hat der UNO-Bericht Our Common Future gefordert, dass die Gesetze neu formuliert werden müssen, um menschliche Aktivitäten in Harmonie mit den unveränderlichen und universellen Naturgesetzen zu halten. Seither ist viel passiert in der Rechtsentwicklung, was Herr Kreilhuber schon angedeutet hat. Aber es bleibt noch viel zu tun, um die Welt auf einen ökologisch nachhaltigen Weg zu bringen.
2020 war das bisher wärmste Jahr und der Klimawandel vollzieht sich vor unseren Augen. Die biologische Vielfalt nimmt rapide ab. Die Fischbestände in den Ozeanen schwinden. Zeitgleich nimmt die Verschmutzung durch Mikroplastik zu. Der Aufruf des UNO-Berichtes von 1987 war daher noch nie so relevant und noch nie so dringlich wie heute. In meinem Beitrag in diesem Buch argumentiere ich, dass, um Abhilfe zu schaffen, ein Umweltrechtsstaat erforderlich ist, der auf dem Grundprinzip der ökologisch nachhaltigen Entwicklung beruht. Historisch gesehen ist das Konzept der Rechtsstaatlichkeit tief mit den Prinzipien der Gerechtigkeit, Verantwortlichkeit und Gleichberechtigung verbunden. Ein Umweltrechtsstaat ist daher ein Rechtsrahmen, der diese Prinzipien auf die Umwelt ausdehnt. Ein Regierungssystem, in dem alle Personen, Institutionen und Einrichtungen, einschließlich des Staates selbst, gegenüber Gesetzen rechenschaftspflichtig sind, die auf den Schutz der Umwelt abzielen. Das bedeutet, dass die Natur und die natürlichen Werte durch das Gesetz vor Übergriffen, Verschlechterung und Zerstörung geschützt werden müssen, und zwar im Wesentlichen auf die gleiche Weise, wie Bürger durch das Gesetz geschützt werden. Rechtsstaatlichkeit für die Umwelt bedeutet Vorhersehbarkeit, Sicherheit und die Abwesenheit von Willkür und Voreingenommenheit bei Entscheidungen, die die Umwelt betreffen, sowie die vollständige Berücksichtigung von ökologischen Werten bei der Entscheidungsfindung, sei es durch private Akteure oder durch öffentliche Behörden. Ein wesentliches materielles Grundprinzip des Umweltrechtsstaates ist die ökologisch nachhaltige Entwicklung. Nachhaltige Entwicklung wurde zum ersten Mal in diesem Bericht, den ich bereits erwähnt habe, definiert als eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht sicherstellen können. Seither hat dieses Konzept sowohl in internationalen Angelegenheiten als auch im Recht an Bedeutung gewonnen. In den letzten Jahren haben jedoch mehrere wissenschaftliche Berichte den Beweis für die Verschlechterung vieler wichtiger natürlicher Systeme geliefert und warnen davor, dass, wenn die Menschheit nicht umgehend ihre Lebensweisen ändert, mehrere kritische Schwellenwerte erreicht werden könnten, bei deren Überschreitung abrupte und in der Regel irreversible Veränderungen der lebenserhaltenden Funktionen unseres Planeten eintreten können. Es gibt viele Gründe für diesen Zustand, vor allem politische. Ein Grund aber auch liegt in der weit verbreiteten, aber falschen rechtlichen Konzeption der nachhaltigen Entwicklung als Abwägung von ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen, die oft als scheinbar gleichgewichtet verstanden werden. Eine solche Konzeption ist unzureichend, da sie weder über Prioritäten etwas aussagt, noch über die Zielsetzung. Um eine nachhaltige Entwicklung zu bewirken, muss das Hauptziel der Abwägung sein, eine gesellschaftliche Entwicklung zu fördern, die wichtige biophysikalische Prozesse und Systeme, einschließlich Luft, Wasser, Boden, sichert. Es ist entscheidend, diesen ökologischen Grundgedanken des Prinzips der nachhaltigen Entwicklung zu betonen. Andernfalls ist das Prinzip bedeutungslos. Der Vorrang des Schutzes der natürlichen Umwelt ergibt sich daraus, dass natürliche Bedingungen existieren, die für eine dauerhafte und für eine gerechte menschliche Gesellschaft unverzichtbar sind. Nachhaltige Entwicklung bedeutet also Entwicklung innerhalb ökologischer Grenzen. Entwicklung mit der Natur, nicht auf ihre Kosten. Diese Grenzwerte sind nicht unbekannt. Es gibt eine Fülle von wissenschaftlichen Daten und Erkenntnissen, und diese auf globaler Ebene definierten Grenzen müssen als völkerrechtliche Verpflichtungen festgelegt werden, wie zum Beispiel das Ziel im Pariser Vertragsabkommen, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten. Danach müssen die Ziele auf die staatliche Ebene heruntergebrochen werden und dort genauer definiert und dann natürlich umgesetzt werden. Das ist kein Hokuspokus. Die Wissenschaft liefert die Antworten. Was jedoch fehlt, ist, sie verbindlich in das Rechtssystem einzubringen. Im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung
Wie im Rahmen des Umweltrechtsstaates allgemein müssen ökologische Grenzen durch klare, umfassende, umsetzbare und überprüfbare Regeln definiert und in den Rechtsrahmen aufgenommen werden. Und vielleicht wäre das das Beste, was wir für eine Entwicklung in Richtung eines Umweltrechtsstaates tun können. Vielen Dank. Liebe Frau Professor Vogt, vielen Dank für diese Zusammenfassung des allgemeinen Rahmens des Umweltrechtsstaats, genau wie der noch darüber liegende ganz allgemeine Ansatz von Professor Rehbinder am Anfang. Wir wollen jetzt als nächstes zu Professor Katrin Sengerling gehen, die sich einem konkreten Anwendungsfall in ihrem Beitrag im Buch widmet, nämlich der Frage, inwiefern durch Handelsverträge auf umweltrechtliche Entwicklung Einfluss genommen werden kann. Frau Professor Sengerling. Ja, vielen Dank, Herr Westland. Vielen Dank, ich hoffe, man kann mich hören. Vielen Dank für die Einladung auch nochmal zur damaligen Konferenzreise und zum deutsch-brasilianischen Dialog zum Umweltrechtsstaat, auch an Herrn Ministro Benjamin, kurz Morgenstern und alle weiteren Beteiligten. Es war für mich eine sehr erkenntnisreiche Reise und auch sehr schön, dass die gemeinsame Arbeit nun auch in diesem gemeinsamen Buch münden kann. Der Beitrag, den ich dazu leisten durfte, beschäftigt sich mit dem Verhältnis Klimaschutz und Welthandel. Und ich habe in meinem Beitrag versucht, erste Ansätze ökologischer Rechtsstaatlichkeit in dem EU-Mercosur-Freihandelsabkommen zu identifizieren. Kurz zum Hintergrund, seit mehr als 20 Jahren wird das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen verhandelt. Und im Sommer 2020 ist es unterschrieben worden. Bisher ist es noch nicht ratifiziert. Es gibt Kritik auf beiden Seiten, seitens der Mercosur-Partner, aber auch seitens der EU-Partner, insbesondere aus der Perspektive des Umwelt- und Klimaschutzes, wo noch einiges zu tun ist, damit das Freihandelsabkommen auch diesen Zielen letztlich dient. Zur Einführung Umwelt und Handel im internationalen Recht. Historisch ist es wichtig zu verstehen, dass sich die internationalen Handels-, Umwelt- und Menschenrechtsregime getrennt voneinander entwickelt haben. Es gibt kein rechtsverbindliches Dach, wie etwa eine Verfassung auf nationaler Ebene, die Vorgaben für eine Interessenabwägung geben würde. Das einzige Dach, was es gibt im internationalen Bereich, ist das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, was auch Soft Law, den Rang des Soft Laws mittlerweile erreicht hat, aber eben nicht rechtsverbindlich ist. Dieses Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ist auch in das Handelsrechtsregime übernommen worden, beispielsweise in die Präambel des Marrakesch-Abkommens von 1994, dem Gründungsvertrag der WTO. Und auch in vielen Freihandelsabkommen hat es sich etabliert, ein sogenanntes Nachhaltigkeitskapitel aufzunehmen. Zur Debatte des ökologischen Rechtsstaats auf der anderen Seite möchte ich auch nur auf den Beitrag von Herrn Rehbinder verweisen, der bereits die wesentlichen Elemente des Umweltrechtsstaats gerade vorgestellt hat. Bei meiner Untersuchung habe ich auch die IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law zugrunde gelegt. Die drei Handelsrechtsregime, die ich mir insgesamt angeschaut habe, waren die WTO-Investitionsschutzabkommen und eben das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen. Nur ganz kurz zum Welthandelsrecht, da ist die entscheidende Kollisionsnorm Artikel 20 GATT. Das ist eine unzureichende Kollisionsnorm, um nachhaltige Entwicklung letztlich in das Handelsrechtsregime einzubinden. Und in diesem Prozess, im multilateralen Prozess unter dem Welthandelsrecht, ist im Moment nicht viel Dynamik, ist sehr stockend. Deshalb setzt man verstärkt auf Freihandelsabkommen und hofft auch aus umweltrechtlicher Perspektive, dass man auf dem Weg der Freihandelsabkommen eher vorankommt. Investitionsschutzabkommen enthalten gar keine expliziten Kollisionsnormen zum Umweltrecht. Entfalten eher einen Chilling-Effekt hin zu guter Umweltrechtsimplementierung und wirken, kann argumentieren, dass sie noch weniger zur Berücksichtigung von Umweltrecht hinwirken als das Welthandelsrecht der WTO.
an den Freihandelsabkommen im Verhältnis zur WTO wird diskutiert, ob sie jetzt eher Bausteine eines multilateralen Prozesses sind oder Stolpersteine. Aus regulatorischer Sicht bietet sich jedenfalls erstmal der Vorteil, dass dadurch, dass hier wenige Parteien verhandeln, also nur bi- oder plurilaterale Verhandlungen geführt werden, viel mehr Raum für Innovationen vorhanden ist. Man kann also im Rahmen von Freihandelsabkommen wenigstens schrittweise vorankommen und stärker Umwelt- und Klimaschutzaspekte in handelsrechtliche Regime integrieren. Zum EU-Mercosur-Abkommen speziell ist festzuhalten, dass das wie auch viele andere Freihandelsabkommen der EU ein Nachhaltigkeitskapitel enthält, das zurzeit 18 Artikel umfasst. Diese Nachhaltigkeitskapitel sind über die Jahre gewachsen und sie haben eben das Ziel, nachhaltige Entwicklung in die Handels- und Investitionsbeziehungen der Vertragsparteien zu integrieren. Dieses Nachhaltigkeitskapitel umfasst insbesondere auch Vereinbarungen zum Klimaschutz in Artikel 6. So sollen die Parteien die Klimarahmenkonvention und auch das Pariser Übereinkommen effektiv implementieren. In Artikel 8 geht es um Waldschutz mit einer eher weichen Formulierung, sodass zum materiellen Recht zu sagen ist, dass zwar Hinweise auf den Klimaschutz bestehen, und mit der Formulierung von shall effectively implement auch eine härtere Formulierung gewählt worden ist. Aber es gibt doch starke Bedenken, wie viel dieser Text dann im konkreten Konfliktfall wert ist und belastbar ist. Das bringt mich gleich zum nächsten Kritikpunkt der Implementierung und Rechtsdurchsetzung. Alle anderen Kapitel des EU-Mercosur-Freihandelsabkommens unterliegen normaler Streitbeilegung. Das heißt, im Streitfall können die Parteien ein Schiedsgericht anrufen. Das gilt nicht für das Nachhaltigkeitskapitel. Es unterliegt einem zweistufigen Konsultationsprozess, der mit keinerlei Sanktionsmöglichkeiten endet. Das ist eine deutliche Schwäche dieses Nachhaltigkeitskapitels und kann darauf hinauslaufen, dass alle Regelungen, die materiell-rechtlich getroffen werden können, in einem Nachhaltigkeitskapitel letztlich zahnlos und nicht durchsetzbar sind. Wenn ich also zusammenfassend die Elemente ökologischer Rechtsstaatlichkeit kursorisch bewerten soll, dann lässt sich am positiven Ende nennen, dass es überhaupt ein Nachhaltigkeitskapitel gibt in Freihandelsabkommen mittlerweile, sich aber die Formulierung von Klima- und Waldschutz beispielsweise auch materiellrechtlich und verfahrensrechtlich noch deutlich stärker ausformen müsste. Auch das Vorsorgeprinzip ist ansatzweise verankert, jedenfalls auf den Bereich der schweren Umweltbeeinträchtigungen beschränkt. Auf der anderen Seite gibt es noch viel zu tun. Wie gesagt, Klima- und Waldschutz sind nur schwach ausgestaltet. Die Implementierung und Durchsetzung ist bisher zahnlos. Der Konsultationsprozess ist nicht sanktionsbewehrt. Es gibt keine hinreichende Einbindung der Zivilgesellschaft. Und damit keine Hoffnung darauf, dass das große Vollzugsdefizit im Umweltrecht, das ja nun schon mehrfach angesprochen worden ist, hier einen Schritt weit abgeschwächt werden könnte. Auch weitreichendere Forderungen der Environmental Rule of Law, zum Beispiel der Grundsatz des in dubio pro natura, Verschlechterungs- oder Verbesserungsgebot oder auch die Rechte indigener Völker, sind weitgehend nicht beachtet in der jetzigen Formulierung. Es wäre wichtig, Umweltverbänden und indigenen Völkern direkten Zugang zum Monitoring, Erfüllungskontroll und gegebenenfalls auch Streitbeilegungsverfahren zu geben, um dem Nachhaltigkeitskapitel zu mehr Zähnen und wirklicher Bedeutung verhelfen zu können. Als Fazit kann ich feststellen, dass also bis zur vollen Integration der genannten Elemente ökologischer Rechtsstaatlichkeit im Freihandelsabkommen noch ein weiter Weg zu gehen ist, ganz abgesehen von dem von Herrn Rehbinder gerade auch schon unterstrichenen systemischen Wandel. Auf der guten Seite, positiven Seite lassen sich aber allererste Ansätze im EU-Mercosur-Abkommen finden, die Elemente einer ökologischen Rechtsstaatlichkeit abbilden. Und vielleicht lässt es die gegenwärtige Debatte um das Abkommen noch zu, bestimmte klima- und umweltschützende Elemente zu stärken und damit auf diesem Weg weitere Schritte voranzukommen. Vielen Dank.
liebe Frau Professor Zengerling, herzlichen Dank für diese Einschätzung des EU-Mercosur-Abkommens, die ja in Brasilien und in Deutschland, in beiden Ländern uns sehr interessiert. Ich möchte jetzt wegen der Kürze der Zeit einfach schnell überleiten zu Frau Professor Schlacke, die sich mit dem Klimaschutzrecht im Mehrebenensystem im Buch beschäftigt. Frau Professor Schlacke ist Professorin an der Uni Münster und gleichzeitig aber auch stark in deutsche politische Beratungsgremien eingebunden, also ist sowohl akademisch tätig als auch dabei, die Exekutive zu beraten in ihrer Umweltpolitik. Frau Professor Schlacke, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Westland. Ich hoffe, ich bin zu hören. Gut. Ich begrüße alle Zuhörenden ganz herzlich, wünsche einen guten Morgen und wünsche und bedanke mich auch noch mal ganz herzlich für dieses Projekt, das eben sehr, sehr intensiv von brasilianischer und deutscher Seite unterstützt, durchgeführt und letztlich auch zu einem wunderbaren Erfolg gebracht wurde. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir erleben derzeit eine globale Pandemie, eine Gesundheitskrise, die alle Staaten betrifft und sie fordert vor allen Dingen die internationale Staatengemeinschaft heraus, internationale Organisationen. Aber, und damit wären wir schon etwas sozusagen beim Thema, vor allen Dingen auch die Nationalstaaten. Es mehren sich wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Eingriffe des Menschen in die Natur jedenfalls mitursächlich für diese Pandemie, für diese Gesundheitskrise sind. Die Umwelt und der Umweltschutz sind aber nicht nur deshalb herausgefordert. Ich höre jetzt eine Rückkopplung. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir der Fall ist. Sie müssten am besten dafür auf Ihre Dolmetschfunktion auf inaktiv stellen. Okay. Wir erleben weltweit, und das hat jetzt Frau Vogt schon angesprochen, das hat Herr Rehbinder angesprochen, weltweit sozusagen eine Art Krise im Umweltbereich, etwa durch die massiv schwindende Biodiversität, also den massiven Artenrückgang und die steigende globale Durchschnittstemperatur. Wir liegen mittlerweile nach den Klimawissenschaften ungefähr bei einem Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Mein Beitrag, das hat Herr Westland schon gesagt, behandelt in erster Linie die rechtlichen Ziele und Instrumente zur Bekämpfung des Klimawandels auf der internationalen, der europäischen und der deutschen Ebene. Im Unterschied zur Pandemie, die wir gerade erleben, wo wir in einer aus meiner Sicht sehr akuten Krise sind, die auch, um sie effektiv zu bekämpfen, massive Eingriffe in Grundrechte erfordert und rechtfertigt, ist aus meiner Sicht der Unterschied zu dem zu bekämpfenden Klimawandel dergestalt, dass wir hier noch Handlungsspielräume haben. Hier müssen wir keinen Lockdown akut verhängen, sondern wir können noch gestalten. Also die Bekämpfung des Klimawandels ist eine noch Gestaltungsaufgabe. Noch sind wir hier nicht im Notstandsmodus. Wir müssen den Notstand noch nicht ausrufen. Er droht aber, wenn wir diese Gestaltungsaufgabe nicht aktiv und engagiert wahrnehmen. Wenn wir uns das auf internationaler Ebene anschauen, so haben wir das schon erwähnte Pariser Übereinkommen, das neue internationale Klimaschutzziele formuliert. Aber beim Instrumentarium, bei der Operationalisierung, wie man diese Klimaschutzziele erreicht, zu wünschen übrig bleibt. Es gibt keine Vorgaben für die Vertragsstaaten, welche Reduktionsbeiträge sie liefern müssen. Das ist lediglich freiwillig mit sogenannten nationalen Klimaschutzbeiträgen als Berichts- und sozusagen reine formale Pflicht verankert. Insofern muss man sagen, wird uns dieses Abkommen
wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen, wenn es in dieser Form beibehalten wird und nicht sehr rasch weiter konkretisiert wird in Form von nationalen Emissionsminderungspflichten bzw. Sanktionsmechanismen, wenn die freiwillig vorgeschlagenen Ambitionsziele und Instrumente nicht ausreichend intensiv sind. Es kommt also aus meiner Sicht auf den ökologischen Rechtsstaat an. Die Europäische Union sozusagen als Bündel ökologischer Rechtsstaaten vollzieht derzeit sehr aktuell mit dem Green Deal eine Kehrtwende. Ein wirklich zentrales Element sind neue Klimaschutzziele bis 2030, eine Minderungspflicht von 55%, die gerade sozusagen im Verabschiedungsprozess ist, und Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Diese Kehrtwende, das sind wieder Ziele, Ziele lassen sich leicht vereinbaren, müssen auch Taten folgen. Die EU, das zeige ich auch in meinem Beitrag, hat eine umfangreiche Klima- und Energiegesetzgebung. Allerdings, sie ist bislang nicht hinreichend gut aufeinander abgestimmt. Die Instrumente sind nicht kohärent. Es kristallisiert sich etwa kein Leitinstrument heraus, wie zum Beispiel eine durchgängige CO2-Bepreisung. Die starke Energiesouveränität der Mitgliedstaaten, die begrenzt gleichsam die Gesetzgebungskompetenz der EU und hindert die Europäische Union, entsprechend effektive Maßnahmen zu ergreifen. Deutschland hängt stark ab von dieser EU-Gesetzgebung. Deutschland hat in den letzten anderthalb Jahren auch eine Art Kehrtwende vollzogen, hat ein bundesweites Klimaschutzgesetz mit neuen Klimaschutzzielen erlassen, hat eine Bepreisung von Heiz- und Kraftstoffen im Gebäude- und Verkehrsbereich in Kraft gesetzt. Das sind wichtige Schritte, aber auch sie werden nicht ausreichen. Es wird erforderlich sein, die Klimaschutzziele zu verschärfen und vor allen Dingen das Instrumentarium zu stärken. Aus meiner Sicht sind das alles gute Ansatzpunkte, aber die Kehrtwende ist bei Weitem noch nicht vollzogen. Und sie braucht auch mehr als einzelne ökologische Staaten. Wir brauchen meines Erachtens Nachjustierungen auf der internationalen Ebene. Und das ist eine Art Appell in diesem Zusammenhang. Wir brauchen neue Kooperationsformen auf der internationalen Ebene. Und das brauchen wir, weil das Pariser Übereinkommen nicht schnell genug reagiert. Wir brauchen aus meiner Sicht neue, innovative Kooperationsgemeinschaften. Es könnten zum Beispiel Bewahrungsgemeinschaften gegründet werden, um etwa Wälder zu erhalten, die gleichsam eine weltweite, globale Senkenfunktion beinhalten. Brasilien und Deutschland wären also sehr, sehr gute Kooperationspartner und könnten neue Allianzen eingehen. Und meines Erachtens sollten sie das auch. Und die Kooperationsgegenstände, die sind sicherlich diskutabel. Aber um an Eckhard Rebinder anzuschließen, es stellt sich diese Systemfrage, es stellt sich die Frage der Priorisierung. Und die muss sozusagen gemeinsam international gelöst werden. Vielen Dank. Frau Professor Schlack hat es angesprochen. Eine Kernfrage ist, wie kann man die Durchsetzungsmechanismen schärfen? Und die letzten beiden Sprecher aus dem deutschen Block passen da sehr gut, da wir zunächst den Richter am Bundesverwaltungsgericht Peter Wist haben, der sich mit Klagen gerichtlichen Kontrolle umweltrelevanter Projekte in Deutschland beschäftigt. Und danach haben wir dann einen Vertreter der Klägerseite, den Bundesgeschäftsführer der deutschen Umwelthilfe, der aus Klägerperspektive beschreibt im Buch und uns kurz erklären wird, wie weit es mit dieser Art von Rechtsdurchsetzung her ist. Zunächst aber Professor Peter Wist vom Deutschen Bundesverwaltungsgericht mit seinem Vortrag zur Frage Rechtsdurchsetzung im nationalstaatlichen Recht vor den Gerichten. Herr Professor Wist.
So, jetzt glaube ich, hören Sie mich. Guten Tag, ich freue mich, Sie alle wiederzusehen. Ich möchte auch zunächst dem brasilianischen Senat, den Mitarbeitern der Deutschen Botschaft und natürlich meinem hochverehrten Kollegen Minister Hermann Benjamin sehr herzlich gratulieren zu diesem wichtigen Projekt, denn genau das ist es, weswegen wir hier zusammengekommen sind, ein wichtiges Projekt eines Dialoges zum Thema des Umweltschutzes. Dass ich heute doch teilnehmen kann, ist einem kleinen Wunder im Umweltrecht zu verdanken, gewissermaßen. Ich hatte heute einen großen Prozess vorzusitzen zu einem umweltrechtlichen Verfahren, das ich tatsächlich vergleichen konnte. Dadurch ist es mir möglich gewesen, heute schon teilzunehmen. In meinem Beitrag, auf den ich kurz eingehen möchte, habe ich, das ist vielleicht der politischste Aufsatz, den ich in meinem Leben geschrieben habe. Sonst halten sich Richter mit politischen Meinungen ja tunlichst zurück, sind da sehr gut beraten. Ich habe mich aber dazu berufen gefühlt, doch etwas in die politische Richtung auch zu sagen, denn letztlich ist Rechtsprechen im öffentlichen Recht auch immer ein bisschen politisches Recht. Das darf man nicht verkennen. Ich habe deshalb in meinem Beitrag versucht, darüber zu schreiben und dafür zu werben, dass Umweltschutz und ein gutes Umweltschutzrecht ein Vorteil für alle ist. Ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen, aber natürlich auch viel mehr und viel weiter darüber hinaus, nämlich ein Garant für ein lebenswertes Leben für uns alle. Wie komme ich dazu? Und ich komme dazu aus meiner Erfahrung, dass in den Prozessen um umweltrelevante Vorhaben Umweltschutz durchweg als ein Hindernis, teilweise sogar als ein Ärgernis für die Unternehmen betrachtet wird, die ihre Projekte verwirklichen wollen und da nun auch umweltrechtliche Standards zu erfüllen haben. Das ist aber natürlich eine ganz kurzfristige Betrachtung, die so unrichtig ist. Und deswegen ist richtig eine langfristige Betrachtung, die auch mittlerweile im Recht einen Begriff bekommen hat, nämlich den Begriff der Nachhaltigkeit. Ich habe in meinem Beitrag dann versucht darzustellen, dass auch in Deutschland und in Europa die Entwicklung dieser Erkenntnis und dementsprechend die Stärkung des Umweltschutzrechts eine lange Entwicklung gebraucht hat, dass das durchaus nicht überall so glatt gelaufen ist, wie man das vielleicht annehmen könnte. Da war mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Rechtsschutzsystem eine große Bedeutung dafür hat, in welcher Weise das Umweltrecht durchgesetzt wird. Ich habe dargestellt, dass in Deutschland ein großes Hindernis für die Durchsetzung des Umweltrechts war, dass wir das System des subjektiven Rechtsschutzes verfolgen und das objektive Umweltrecht dementsprechend keineswegs von allen privaten Klägern eingebracht werden konnte in den Prozess und dass diese privaten Kläger vom Gericht nicht verlangen konnten, dass das Gericht auf die Einhaltung von objektiven Umweltstandards drängt. Die deutschen Gerichte haben sehr lange und sehr viel Mühe darauf verwandt, im Grunde abzuwehren, dass sie sich auch mit dem objektiven Umweltschutzrecht befassen mussten. Das war in einer Zeit verständlich, als wir Richter sehr stark davon ausgegangen sind, dass die Durchsetzung des Umweltrechts zunächst mal eine Sache der Verwaltung ist. Die Verwaltung muss bei ihren Entscheidungen darauf achten, dass das Recht richtig angewandt wird. Deswegen haben wir uns eigentlich gar nicht so sehr für zuständig gehalten. Das hat sich geändert, als vor allem im europäischen Raum und in der Europäischen Kommission sich zunehmend Unbehagen über Vollzugsdefizite im Umweltschutzrecht eingestellt hat.
Und dann ist von Europa eine Entwicklung ausgegangen, die auch den deutschen Staat verpflichtet hat, dafür Sorge zu tragen, dass objektives Umweltschutzrecht in gerichtlichen Prozessen effektiv geltend gemacht werden kann. Wir haben verschiedene Strategien dazu. Ich will sie hier nicht mit der speziellen juristischen Dogmatik, die wir in Deutschland pflegen, allzu sehr behelligen, aber ich will auf einen Umstand doch hinweisen, der insbesondere durch ein völkerrechtliches Abkommen, die Aarhus-Konvention, auch für Deutschland Wirksamkeit erreicht hat. Und das ist nämlich die Verbandsklage. Deutschland hat sich in der Aarhus-Konvention mitverpflichtet, für einen weiten Zugang zu Gericht zu sorgen. Der betrifft nicht nur Private, sondern der betrifft vor allem eben auch Verbände. Und durch diese Verbandsklage haben wir heute tatsächlich die Möglichkeit, umfassend jede Rechtsnorm, die dem Umweltschutz dient, und heute sogar weit darüber hinaus jede Rechtsnorm, die für die Entscheidung eines Rechtsstaats von Bedeutung ist, durch einen Verband prüfen zu lassen. Und damit komme ich schon zum Abschluss und möchte anknüpfen an eine Frage, die Herr Rehbinder aufgeworfen hat. Kann sich in einer Gesellschaft ökologisches Recht entwickeln? Ich bin da sehr zuversichtlich und möchte die Frage bejahen. Denn genau das ist mit der Verbandsklage geschehen, dass man die gesellschaftlichen Kräfte, die im Widerstreit aller gesellschaftlichen Kräfte den Umweltschutz eintreten, eine wichtige Stimme verliehen hat. Und gewissermaßen aus der Mitte der Gesellschaft wir nun ein Instrument haben, diese Aspekte dort, wo sie etwa von privaten Vorhabenträgern oder von der Verwaltung vernachlässigt worden sind, dass wir diese Aspekte dann vor Gericht effektiv durchsetzen können. Deswegen habe ich noch eine gewisse Hoffnung, dass wir das Ruder in diesem Stresstest Erde noch rechtzeitig herumreißen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Professor Peter Wisk, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Und Sie sehen, wie jetzt ein Beitrag sehr, sehr gut zum nächsten passt. Denn Kern war ja hier, Umweltrecht lässt sich schwer durchsetzen, weil es für Umweltrecht keinen Kläger gab. Damit es für Umweltrecht einen Kläger gibt, muss man erst einmal die Chance prozessual eröffnen, dass jemand klagen kann, indem man ihm Standing letzten Endes einräumt, nämlich die Verbandsklage schafft. Internationales Recht hat da den Anschub gegeben, dass im nationalen Recht so etwas durchgesetzt wurde. Und als nächstes spricht jetzt mit Herrn Müller-Krehner ein Kläger aus dem Verbandsklageorbit, also jemand, der genau das getan hat und tut und auch sehr erfolgreich damit ist. Damit steht er natürlich auf der Gegenseite der Bundesregierung häufig, aber das ist ja das Interessante. Wir haben es in ganz vielen Ländern so, dass NGOs oftmals zunächst kritisch betrachtet werden, eben auch als ein Hindernis, so wie Professor Peter Wisk das eben angedeutet hat, auf Umweltrecht generell, bis dann Stück für Stück die Erkenntnis kommt, dass NGOs, nämlich die organisierte Zivilgesellschaft, eine wichtige Rolle dabei spielen können, sich für die Belange einzusetzen, die nicht eine unmittelbare, sehr starke Lobby haben, wie das viele Wirtschaftsverbände haben. Und von daher ist es eben gerade in einem Demokratieforum wichtig zu sehen, wie gerade die organisierte Zivilgesellschaft, nämlich Verbände, NGOs, ein Interesse durchsetzen können, was im Interesse der Allgemeinheit liegt, weil eben sehr viele Leute sich in den Verbänden organisieren und dort einen Hebel bieten. Deswegen als nächstes möchte ich Herrn Müller-Krehner von der Deutschen Umwelthilfe bitten, seinen Beitrag zu erläutern. Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite und mein besonderer Dank geht natürlich hier auch an den brasilianischen Senat, an die deutsche Botschaft, vor allem auch an Herrn Botschafter Holmes, an Sie, Herr Westland, an Sie, Herr Morgenstern und auch natürlich an Sie, Herr Minister Benjamin, sowohl für die Einladung Ende 2019 nach Rio und nach Brasilia, wo dann ja dieses interessante Symposium stattgefunden hatte, als auch für die Vorbereitung dieses Buchs und die heutige Veranstaltung. Ich habe die vor anderthalb Jahren in Brasilia die Gelegenheit genutzt und werde es auch heute kürzer natürlich tun, die Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen
bei der Umsetzung von Umweltrecht zu sprechen und jetzt auf das Beispiel auf das Haltung ein bisschen näher ein. Ich bin selber Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Die Deutsche Umwelthilfe ist ein anerkannter Umwelt- und Verbraucherschutzverband Teil unserer Anliegen ist auch die Klageberechtigung. Wir sind einer der klageberechtigten Umweltverbände in Deutschland. Unsere Klageberechtigung ist im Wesentlichen unter anderem auch von der Aarhus-Konvention, die einen Rechtsrahmen für die Informationsbeteiligungs- und Klagerechte von anerkannten Umweltorganisationen in Europa bietet. Warum hat man das damals eingeführt? Deswegen natürlich war es Bürgerinnen und Bürgern auch davor schon möglich, wenn sie persönlich betroffen waren, gegen ein bestimmtes Vorhaben oder gegen bestimmte Umweltauswirkungen zu klagen. Aber es hat da immer zwei Probleme gegeben. Das Nachweis der Person führen. Das zweite Problem ist auch gewesen, dass einzelne Bürgerinnen und Bürger, wenn sie jetzt selber die juristische Ausbildung hatten, sich natürlich auch einen übermächtigen Staat, einer übermächtigen Verwaltung gegenüber gesehen haben und als Einzelperson einfach diesen Schritt oft nicht gemacht haben. Und natürlich, wenn es, das hatte ja Herr Professor Rehbinder zu Beginn auch erwähnt, es um Rechte der Natur selber geht, also dass gar nicht die Interessen einzelner Bürgerinnen und Bürger betroffen sind, sondern die Rechte der lebenden Natur, dann hat es keine Klageberechtigung gegeben. Das hat sich geändert durch die Einführung der Verbandsklage, die im Wesentlichen durch das sogenannte Umweltrechtsbehelfsgesetz. Wir sind eine Organisation, die dieses Recht sehr, sehr stark wahrnimmt. Wir sind durchaus der Auffassung, dass wir auch bei den Umweltgesetzen, die wir haben, noch sehr viel mehr tun können, um diese Gesetze voller zu gestalten. Auch noch neue Umweltgesetze, strengere Grenzwerte in einigen Bereichen, aber wir sind genauso der Meinung, dass die Gesetze, die wir jetzt schon haben, eben auch eingehalten werden müssen. Ich möchte ganz zu Beginn sagen, wir als Organisation, wir machen eine Reihe von Dingen. Wir beteiligen uns an der öffentlichen Diskussion durch Informationen, durch Umweltinformation. Wir betreiben natürlich auch politische Arbeit, indem wir versuchen, auf dem Wege von Anhörungen, der Mitgestaltung von Gesetzen, von Lobbying den Umweltschutz voranzubringen. Also der Rechtsweg steht immer erst am Schluss. Aber es ist natürlich gut, dass wir den Zugang zum Rechtsweg haben, deswegen, weil das natürlich in gewisser Weise dann auch Waffengleichheit zwischen den beteiligten Parteien. Herr Westland hatte ja schon gesagt, man findet sich dann manchmal auf der Gegenseite einer Bundeslandesregierung, aber auf der anderen Seite sind wir natürlich in diesem Fall auch Teil der Rechtspflege, weil wir natürlich auch als Korrektiv dafür sorgen, dass Defizite bei der Umsetzung vorhanden sind, auch korrigiert werden können. Dadurch, dass wir aufmerksam sind, dass wir jetzt auch Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern aufnehmen und dann eben auf dem Klageweg dafür sorgen, dass bestehendes Recht auch gelebt wird. Und kurz beispielhaft erläutern möchte ich das am Beispiel der Luftreinhaltung. Die Luftreinhaltung ist, oder andersrum, die Belastung der Atemluft mit Schadstoffen, ob sie jetzt aus der Industrie kommen, ob sie aus dem Verkehr kommen, ob sie aus der Landwirtschaft kommen, ist eines der großen Umweltprobleme weltweit. Millionen Tote, vor allem durch Atemwegserkrankungen in jedem Jahr weltweit. Auch noch sehr viel mehr, auch in großen Metropolen außerhalb Europas. Übrigens ganz aktueller Zusammenhang auch mit Covid-19, mit der Pandemie, das ist ja auch eine Erkrankung der Atemwege oder beginnt als Erkrankung der Atemwege. Natürlich sind diejenigen Personen, die Vorbelastungen haben, dadurch, dass die Lunge schon vorgeschädigt ist, beispielsweise durch die Belastung mit Stickoxiden,
aus dem Verkehr. Natürlich sind das die Personen, da gibt es inzwischen auch statistische Daten, die besonders oft und auch besonders schwer von Covid-19 betroffen sind. Und da sind auch die Todeszahlen am höchsten. Also das ist jetzt kein triviales Problem, sondern wirklich eines der großen Umweltprobleme, was die Menschen besonders betrifft. Deswegen gibt es Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation, empfohlene Luftgrenzwerte. Und es gibt in der Europäischen Union seit vielen, vielen Jahren auch eine Richtlinie, die festlegt, die Atemluftbelastung oder die maximale Belastung der Atem auf kritischen Stoffen aussehen kann. Dazu gehören beispielsweise Stickoxide, also beispielsweise auch Feinstaub. Auf der anderen Seite gibt es auch für die Emittenten, also beispielsweise für Fahrzeuge, für Pkw, Grenzwerte, wie viel diese Fahrzeuge, wie viele Schadstoffe diese Fahrzeuge ausstoßen sollen. Jetzt ist es aber so, wir haben diese Grenzwerte seit geraumer Zeit, wir haben aber trotzdem noch in vielen, vor allem urbanen Zentren, in sehr vielen Städten in ganz Europa und ganz besonders auch in Deutschland. Deutschland ist ein sehr dicht besiedeltes Land mit sehr viel Straßenverkehr und der Verkehr ist da die hauptsächliche Quelle. Überschreitungen der Grenzwerte und teilweise massiv. Und es ist ganz klar auch, Atemwegserkrankungen tauchen vor allem in diesen Stadtteilen auf, in denen es zu Überschreitung dieser Grenzwerte kommt. Und jetzt mal übertragen in die Sprache des Rechts, handelt es sich dann eben dort in diesen Städten und vor allem in diesen Brennpunkten um einen nicht rechtskonformen Zustand. Und selbstverständlich ist es Aufgabe der Behörden, der zuständigen Behörden, das sind bei uns in Deutschland die Bundesländer, dafür zu sorgen, dass aus diesem nicht rechtskonformen Zustand ein rechtskonformer Zustand wird, auf Deutsch, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Und es reicht also nicht einfach festzustellen, wir haben da ein Problem, sondern die zuständigen Behörden sind gesetzlich dazu verpflichtet, das Problem zu adressieren. Und das ist auch ganz wichtig, das Problem so zu adressieren, dass das Problem auch gelöst wird, also mit geeigneten Maßnahmen. Und das ist, wo wir ins Spiel kommen. Wir haben in Deutschland inzwischen über 40 Kommunen verklagt, weil über Jahre auch nach vielen Aufforderungen keine geeigneten Maßnahmen ergriffen worden sind, die Situation der Atemluft zu verbessern. Es sind dann oft symbolische Maßnahmen ergriffen worden. Also man hat beispielsweise an einer Hauptverkehrsstraße einen Fahrradweg angelegt und sagt, wir haben doch was getan. Aber danach hat sich halt die Luftqualität trotzdem nicht gebessert, weil dann vielleicht ein paar Leute Fahrrad gefahren sind oder wahrscheinlich sehr wenige, weil die Luft an dieser Straße so schlecht war, aber es sind trotzdem genauso viele Auto gefahren. Also es geht darum, wirklich etwas zu tun, was wirkt, was hilft und was dazu führt, dass die gesetzlichen Werte eingehalten werden. Und da ist es tatsächlich so, dass wir über viele, viele Jahre durch alle Instanzen bis zu unserem höchsten Verwaltungsgericht, bis zum Bundesverwaltungsgericht, Herr Liesk weiß das sehr, sehr gut, haben wir das durchgeklagt und haben gewonnen. Jetzt beginnen die Maßnahmen zu wirken, also Kommunen haben sich oder die zuständigen Bundesländer, die Kommunen sind meistens die Hände gebunden. Die Bundesländer müssen das tun, haben Schritt für wirksamere Maßnahmen überall. Und was ich aber auch sagen kann, in ganz zahlreichen Fällen ist es gar nicht dazu gekommen, dass das rechtlich bis zum Ende durchgefochten werden musste, weil es dann irgendwann auch mal zu einer Einigung kam. Also man hat sich zusammengesetzt, da möchte ich unser größtes Bundesland Nordrhein-Westfalen hervorheben. Wir haben dort eine Umweltministerin, die damit wirklich sehr, sehr konstruktiv umgegangen ist und wirklich in allen anstehenden Fällen haben wir jetzt Verhandlungen geschafft, eine außergerichtliche, aber dann vom Gericht zertifizierte Einigung zu erzielen, die dann in jeder Kommune zu einem entsprechend angepassten Maßnahmenpaket geführt. Verkehrsberuhigung, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Verbesserung der Bedingungen für Radfahrer, Einfahrtverbote für besonders schmutzige Fahrzeuge. Also das hat gut gewirkt und darauf sind wir auch sehr stolz, dass diese umweltpolitische Kampagne mit hier gewirkt. Ich möchte noch einen letzten Aspekt erwähnen, der ganz, ganz wichtig ist.
und komplementär wirklich von entscheidender Bedeutung ist neben dem Beschreiten des Rechtswegs, das ist der Zugang zu Umweltinformationen. Wir haben auch abgesichert durch die Aarhus-Konvention denn die Möglichkeit, auch dass Bürgerinnen und Bürger, aber auch Journalisten und auch Organisationen wie wir sich auch auf Einsicht in Verwaltungsakten nehmen können über das Informationsfreiheitsgesetz, das ist umfassender, und über das Umweltinformationsgesetz, vor allem auf Umweltinformationen bezogen. Und das ist manchmal ein mühsames Geschäft, weil es auch immer wieder Behörden gibt, die gerne Verwaltungsakten nicht herausgeben möchten, auch wenn sie von allgemeinem Interesse sind. Und das ist aber für uns jetzt auch die Grundlage, um einen Sachverhalt entsprechend beurteilen zu können. Wir müssen natürlich wissen, beispielsweise auf welcher Grundlage eine Maßnahme in der Verwaltung, ein Gesetz erlassen worden, eine Rechtsentscheidung, was steckt dahinter? Und oft gibt es den ersten Rechtsstreit erstmal darum, dass wir die vollständige Akte bekommen, und dann auf der Basis kann man dann auch eine Auseinandersetzung führen. Ich habe Ihnen jetzt den Bereich der Luftreinhaltung mal exemplarisch so ein bisschen geschildert. In dem Buch hatte ich natürlich die Gelegenheit, das ein bisschen mehr auszuführen, aber für andere Politikbereiche tatsächlich auch. Und ich muss sagen, jetzt so richtig umgesetzt ist das Klagerecht für anerkannte Umweltverbände ein scharfes Schwert, was jetzt auch wirklich zur Qualität der Umwelt Politik und letztendlich auch zu einer besseren Umwelt, zu besseren ökologischen Bedingungen für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land und sicher auch in anderen Ländern beiträgt. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Herr Müller-Krehner, für die Darstellung des eines deutschen Umsetzungsweges im Umweltrecht. Ich möchte dann überleiten zur brasilianischen Seite. Hier wird Umweltrecht sehr, sehr viel häufiger durch Staatsanwaltschaften umgesetzt, durchgesetzt. Staatsanwaltschaften haben sowieso noch eine weiterreichende Rolle als in Deutschland, weil sie nicht weisungsgebunden sind, weil sie manche Formen von Staatsanwaltschaften auch im zivilrechtlichen Bereich, im administrativrechtlichen Bereich tätig werden, die Ministerios Publico. Als nächstes wird jetzt José Alexandre Maximino Motta sprechen, der Umweltstaatsanwalt in Rio de Janeiro ist, und über die hiesige Form der Durchsetzung im Wege der Staatsanwaltschaft sprechen. Herzlichen Dank. Bom dia a todos. Ja, guten Tag. Guten Morgen alle in Brasilien, guten Tag alle an Deutschland. Ich möchte alle Vertreter hier begrüßen, Herr Minister Herman Benjamin und Herr Toms. Ich möchte einige Aspekte dieser Gemeinschaftsarbeit nennen. Mein Artikel geht es um ein wichtiges Thema, nicht nur für unser Land, sondern auch für alle Länder weltweit. Und zwar ist das die Wassersicherheit. Wir hatten im März 2018 das Weltwasserforum, das war das 8. Forum, und da haben wir festgestellt, dass doch Sorge besteht, nicht nur politisch und sozial, sondern auch rechtliche Aspekte. Und warum ist das wichtig? Wenn das Konzept Wasserkrise sporadisch ist und wenn das nicht präzise definiert ist, dann müssen wir sehen, dass die Vereinten Nationen 2013 Elemente eines größeren Konzeptes mit reingebracht hat. Nicht nur den zyklischen Aspekt, weil das immer wieder passiert, sondern es werden Elemente und Objektive festgestellt für Wassersicherheit. Das ist wirklich dringend, das wissen wir alle. Allein in der Präambel steht das schon drin, in der Charta von Brasilien. Da steht, dass 2030, wenn man das vergleicht mit 2005, werden wir unser Konsum verdoppeln und gleichzeitig 40% Wassermangel zu haben. Weitere Schätzungen sagen, 2050 werden wir 10 Millionen Einwohner haben und 4 Milliarden Einwohner werden Probleme mit Wasser haben. Das heißt, entweder Hochwasser oder Wassermangel. Die Wissenschaft macht natürlich auch Hochrechnungen, Prognosen,
zu diesem Thema, nicht nur als Phänomen des Klimawandels, sondern auch durch den Mangel von Management, von Verwaltung, sodass der Mensch nicht nur den Klimawandel verursacht, sondern auch Wassermanagement, Arten von Wirtschaft, Produktion und Konsum hier sich aus. Ich möchte nur noch unterbrechen. Wir haben hier eine Simultanverdolmetschung, wenn Sie ein ganz klein bisschen langsamer sprechen können. Ja, tut mir leid. Also der Gedanke im ersten Kapitel war, es soll um Wassersicherheit gehen und das alles in einen Kontext bringen, globalen Kontext. Und hier werde ich, ich werde jetzt die Artikel nicht nennen, aber das Konzept von der UNO möchte ich gerne vorstellen. Das heißt, die Fähigkeit der Bevölkerung, einen nachhaltigen Zugang zu angemessenen Mengen von Wasser in einer akzeptablen Qualität zu haben. Das heißt, Qualität und Quantität im Wasser, damit die Menschen überleben können. Das heißt, nicht nur menschliches Leben für eine soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Das heißt, alle Segmente des sozialen und wirtschaftlichen Lebens werden hier mit berücksichtigt. Das heißt, Wasser soll geschützt werden, Wasserverschmutzung verhindert werden für Frieden und politische Stabilität. In diesem Konzept sagt Howard Weber, dass Wassersicherheit im 21. Jahrhundert, ich muss noch einmal unterbrechen, wir müssen ein klein bisschen langsamer sprechen und ja, vielleicht die Gedankengänge einmal unterbrechen, weil so kann man das nicht ins Deutsche übersetzen. Es tut mir leid, Sie können mich jederzeit unterbrechen. Es tut mir leid. Also Professor Weber sagt zum Beispiel, dass Wassersicherheit im 21. Jahrhundert sowohl wissenschaftliche als auch soziale Aspekte hat und ist auch wichtig, dass man hier fachübergreifend Bindungen schafft zwischen Naturwissenschaften und sozialen Wissenschaften. In diesem ersten Kapitel setze ich das in einen Kontext, Wassersicherheit im globalen Kontext und die Brücken zu sozialen und Naturwissenschaften. Im zweiten Kapitel Wassersicherheit vor Umweltaspekten, wenn die Rechtswissenschaft, Politik, Soziologie und alle Naturwissenschaft hier einen Beitrag leisten können zur Wassersicherheit, ist im Rechtsbereich vor allem dogmatisch und normativ wichtig, dass Umweltrecht wäre. Vor allem, weil der Gegenstand doch sehr komplex ist, die Wassersicherheit, Umwelt. Das heißt, das Verständnis der Umwelt bringt uns schon in eine interdisziplinäre Sichtweise. Im dritten Kapitel kann man sagen, dass Umweltrecht Instrumente hat wie Prävention, Verursacherprinzip, in dubio pro natura zum Beispiel unter anderem. Und da haben wir wirklich den Gegenstand des Umweltrechts, das dogmatisch entwickelt wird. Das ist der Umweltrechtsstaat. Und wir können sehen, dass das gemeinsame Element des Umweltrechtsstandes das Prinzip der Menschenwürde ist und nicht nur der Menschen, sondern die Würde von anderen Lebensformen, das Prinzip der Solidarität, das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung und auch das jetzt neueste Prinzip des Mindestökologische Notwendige. Und in dieser Frage des Mindestnotwendigen haben wir vor allem auch die Notwendigkeit, dass Normen verbessert werden und dass die Gerichte Kapazitätsgrenzen akzeptieren. Das heißt, die sicheren operationellen Ebenen des Raumes. In einem zweiten Schritt machen wir hier die Beziehung zwischen den Elementen der Wassersicherheit und der Elementen des Umweltrechtsstaates. Und hier zeigen wir, wo es Bereiche gibt, die sich überschneiden. Das heißt, Wasser für Industriezwecke, für menschliche Zwecke, für Landwirtschaft
und auch die ökologischen Aspekte für alle weiteren Lebensformen. Und das ist eine gemeinsame Sorge des Umweltrechtsstaates und des Konzeptes der Wassersicherheit. Und ich möchte mich hier kurz fassen. Wir sprechen auch noch über die Perspektive, die Zeitperspektive des Prinzips der Solidarität. Es gibt eine globale operative Solidarität. Es gibt Solidarität zwischen den Generationen. Das heißt, alle Generationen kümmern sich um die Umwelt und eine Solidarität unter den Generationen. Das heißt, das Gleichgewicht zwischen Nachfrage und Verfügbarkeit. Das heißt, da sind die Prognosen wichtig. Und wir müssen sehen, dass die zukünftigen Generationen auch noch ausreichend Wasser zur Verfügung haben, wie wir es auch gehabt haben. Zum Schluss des Kapitels haben wir noch die Beiträge, die der Rechtsstaat machen kann, um das Konzept der Wassersicherheit zu verstärken. Das heißt, den idealen Staat der Wassersicherheit, das geht noch über das Recht auf Wasser noch hinaus. Das heißt, da werden alle weiteren Lebensformen mit einbezogen. Ja, und wie der Jurist Canutilius sagt, das heißt, eine Voraussetzung für die Umsetzung des Rechtsstaates, was Herr Rehbein und Herr Benjamin schon sagte. Das heißt, die Grundpflichten in der Geschichte heute haben mehr Möglichkeiten und sind vielversprechender in der Erreichung der Veränderungen in der Umweltrecht als auch die klassische Technik der Grundrechte. Wenn Grundrechte einen starken argumentativen Aspekt haben, ist die Institutionalisierung von Grundpflichten eine wichtige und revolutionäre Perspektive, um hier die erwünschten Möglichkeiten zu erreichen für die Umweltsicherheit und auch für die Wassersicherheit. Und da haben wir ein Urteil genannt oder verschiedene Urteile noch genannt, von unserem obersten Gericht, auch von Argentinien, vom Wassereinzugsgebiet Atuel, im Werk von Ricardo Lorenzetti. In beiden Fällen haben wir diese Präzedenzfälle und da nennen wir sowohl die Pflicht zum Schutz, das heißt negative Verhaltensweisen, dass man Schutzgebiete intakt lässt, wenn ökosystemische Funktionen anerkannterweise dort bestehen, in allen Prinzipien, sondern auch Pflichtverhaltensweise. Und da haben wir Entscheidungen sowohl des obersten Gerichts über besondere Mittel als auch bei internationalen Gerichten, ist man sich einig, dass man nicht nur negative Verhaltensweisen braucht, das heißt Verbote. Man muss wirklich sicherstellen, dass die öffentliche Hand, das Kollektiv, vor allem wenn es um Wassereinzugsgebiete geht, dass man diese ökologischen Prozesse wieder einführt. Das sind angemessene Maßnahmen, wie mein Vorgänger Herr Sascha Müller-Krämer sprach. Das heißt, nicht nur das Kollektiv muss solche Pflichten haben, sondern die Pflichten zum Schutz und zur Wiederherstellung, sondern auch die öffentliche Hand durch Instrumente wie Sanktionierungen, wie zum Beispiel das Verursacherprinzip oder auch im Rahmen von öffentlichen politischen Maßnahmen. Hier in Brasilien gibt es zum Beispiel einen nationalen Plan für Wassersicherheit. Im Staat Rio de Janeiro gibt es eine Vereinbarung, dass man einen staatlichen Plan für Wassersicherheit erarbeitet. Das heißt, diese Instrumente muss man wirklich nutzen, des positiven Rechts in jedem Land. Man braucht auch globale Parameter. Man muss Grenzwerte beachten, damit wir nicht nur
diese Parameter einhalten können und die entsprechenden Verhaltensweisen an den Tag legen, wie wir hier zum Beispiel an unserem Präzedenzfall sehen von Professor Preston. Da hat man zum Beispiel Bergbau verboten, weil in den Prognosen zeigte, dass damit das Wasser für Wasserversorgung für zukünftige Generationen verhindert wurde. Und auch in dem Fall in Argentinien, wo es wichtig ist, dass ökologische Prozesse wiederhergestellt werden, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Ja, ich beende damit meine Präsentation und nachdem wir hier einen deutsch-brasilianischen Dialog haben, bringe ich jetzt die Instrumente des Rechtsstaates und der Wassersicherheit nochmal wegen zwei. Das wird in Brasilien auch in zwei Liedern genannt. Umweltrechtsstaat und um den Deutschen hier mal die Ehre zu machen, gibt es auch einen Text von einem Lied von Peter Schilling von Major Tom Coming Home. Er sagt zum Beispiel, dass der Countdown läuft und wir kommen nach Hause. Das heißt, Stephen Hobbs hat vor seinem Tod auch gesagt, wir müssen anfangen an interplanetarische Reisen denken. Aber ich bin wirklich Major Tom, wenn wir irgendwann mal ins Weltall gehen, müssen wir auch wieder nach Hause kommen. Das ist unser Zuhause, das müssen wir schützen. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt sehr schnell war. Das ist vielleicht ein bisschen meiner Unreife zu verdanken. Ich hatte nicht die Absicht, hier Schwierigkeiten zu verursachen. Die Uhr tickt, wie Sie es schon gesagt haben, der Countdown läuft. Jetzt verbleibt uns noch ein letzter Vortrag von 5 Minuten von Frau Professor Ana Flavia Barros Platjau von der UNED zur Problematik des noch fehlenden Umweltrechtsstaats auf internationaler Ebene. Und danach verbleiben uns noch 15 Minuten für Fragen und Antworten, die dann Lutz Morgenstern moderieren wird. Von daher erteile ich Ihnen das Wort, Frau Professor Barros, und bitte Sie, in diesem 5-Minuten-Rahmen zu bleiben, wegen der Kürze der Zeit. Ja, guten Tag. Zunächst mal möchte ich mich bedanken bei Herrn Richter Hermann Benjamin, bei den Senatoren, beim Botschafter Heiko Thoms, bei allen Organisatoren dieser Veranstaltung, bei den Herausgebern. Ich begrüße alle unsere Kollegen. Unser Kapitel in dem Buch wurde geschrieben von mir. Ich bin Professorin für internationale Beziehungen, den Geologen Jorge Barros, mein Vater, und von der Rechtsprofessorin für internationales Recht Karina Costa de Oliveira. Auch ihr möchte ich danken für diese Zusammenarbeit. In unserem Kapitel geht es um die Inexistenz des internationalen Umweltrechtsstaates und die Symmetrie zwischen Umweltschutz und dem internationalen Handel. Unsere wichtigste Frage hier ist es, wie kann man beispielsweise die Vereinbarungen von 2019 untersuchen, NAFTA zum Beispiel, NAFTA 2.0, noch unter Donald Trump und des EU-Mercosur-Abkommen von 2019 untersuchen. Unser Ziel war es dabei, hier zur Reflexion anzuregen, in einer fachübergreifenden Herangehensweise internationale Beziehungen, Geologie und Umweltrecht
um hier zu versuchen, ein Bild, analytisches Bild zu schaffen, das nützlich ist für die Analyse dieser beiden großen Handelsabkommen, ausgehend von der Sorge um Umweltmanagement, Governance, Nachhaltigkeit, der Verantwortung der Unterzeichnerländer und allgemein der globalen Umweltgovernance. Unsere Herangehensweise gründete sich auf Berichte sowohl aus den Vereinten Nationen als auch der Universität Yale und des Weltwirtschaftsforums. Und unser Ziel war es dabei, Daten und Konzepte zusammenbringen, Umweltgesundheit, Vitalität der Ökosysteme, um hier eine doppelte Asymmetrie zu zeigen. Das erste, das ist der materielle Fußabdruck, das findet man im Bericht von Gutierrez von 2019 über wie der materielle Fußabdruck der entwickelten Länder 27 Tonnen ist und von den weniger entwickelten Ländern 2 Tonnen. Das heißt 13 Mal so groß. Und das ist wirklich eine sehr große Asymmetrie, wenn wir uns den Konsum der Ressourcen ansehen. Dann haben wir eine weitere Asymmetrie, das ist die vorherrschende Wirtschaftslogik, Handelslogik über die Bedeutung von Umweltschutz in den beiden Vereinbarungen. In diesem Kontext, wenn man also die Vereinbarung zwischen USA, Mexiko und Kanada sehen und EU-Mercosur, haben wir das zweigeteilt. Der erste Teil wird diskutiert, was wir als Verminderung des Umweltrechts sowohl international als auch aus Sicht von Mexiko, vor allem im Fall von Brasilien. Und im zweiten Teil ist das Scheitern der Verminderung der Asymmetrien. Und das haben Vorredner hier auch schon erwähnt, vor allem zum Thema Klimawandel. Es gibt natürlich viele andere Fragen, die wichtig sind, die man nennen könnte, vor allem der Verlust von Artenvielfalt und andere Risiken, die in den Berichten Global Risks genannt werden vom Weltwirtschaftsforum. Und vor allem diesen Monat wurde veröffentlicht ein sehr wichtiger Bericht für den Dialog Deutschland-Brasilien. Im ersten Teil haben wir als Ergebnis unserer Forschung gesehen, dass die EU und internationale Organisationen geschwächt sind. Das heißt, der gesamte Prozess der Stärkung des internationalen Umweltrechts wurde in den letzten Jahren geschwächt. Auch das könnte man als Krise des Multilateralismus sehen vor der Tendenz der Privatisierung. Das heißt, wir haben zu starke Unternehmen, die hier zu neuen Herausforderungen führen, wie einige Vorredner schon genannt haben. Und da kommen wir noch zu unserer großen Herausforderung, wo sich das Commitment mit den Normen und die Verantwortung der Staaten nicht übernommen wird. Das heißt, Commitment and Compliance, wie die Professorin Diana Shelton vor 20 Jahren bereits nannte. Das heißt, hier hat sich in den letzten 20 Jahren gar nicht viel getan. Im zweiten Teil zum Scheitern der Verminderung der Asymmetrien haben wir zwei große Linien zur Reflexion. Das erste ist Umweltrecht, die Rolle des Umweltrechts in den Abkommen. Und da haben wir gesehen, dass die sehr wenig Raum einnehmen. Das heißt, Umweltnormen sind keine Priorität in solchen Abkommen.
sie sind nicht bestimmend für den Geist eines solchen Vertrages. Und an zweiter Stelle haben wir die Basis, die Prinzipien dieser Vereinbarungen, die ist sehr handelsbezogen. Und zum Schluss möchte ich alle einladen, diesen Kapitel zu lesen, darüber zu sprechen, das zu debattieren, nicht nur zwischen Brasilien und Deutschland, sondern wir müssen das global umfassend diskutieren. Und als Schlussfolgerung sind wir uns wohl alle einig, dass wir in einem Zeitraum uns befinden, wo es absolut notwendig ist und absolut dringend ist, dass wir den Planeten schützen vor uns selber. Das heißt, vor den Aktivitäten, verantwortungslosen, ausbeutenden Aktivitäten der Menschen, die eigentlich immer noch straffrei ausgehen. Das heißt, die Herausforderungen und die Grenzen unserer Recherche sind nicht neu, sind nicht unvorhersehbar, aber sie sind absolut wichtig. Dieser Dialog ist sehr, sehr wichtig in unserer Reflexion. Und deswegen möchte ich mich zum Schluss beim Richter Hermann Benjamin bedanken, der hier in Brasilien eine ganz wichtige Rolle spielt im Bereich Umweltschutz. Seine Karriere hat er wirklich der Umwelt gewidmet, der Agenda zur nachhaltigen Entwicklung. Und ich danke mich für die Chance, heute hier sein zu dürfen. Im Rahmen dieser Veranstaltung. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Meine Kollegen haben mich gebeten, gleich weiterzumachen. Ich fange auf Portugiesisch an und mache dann mit Deutsch weiter. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Danke an alle Beiträge, die sehr spannend waren. Ich möchte mich auch bedanken beim Richter Hermann Benjamin, der uns hier inspiriert hat in dieser Arbeit. Und es ist für uns eine große Ehre, mit ihm zusammen hier so ein Buch zu veröffentlichen, auch für meinen Kollegen Michael Westland. Und dann möchte ich alle Freunde und Kollegen in Brasilien begrüßen, die uns heute zusehen. Ich vermisse Brasilien sehr. Ich wäre wirklich gerade näher bei euch in Brasilia oder in Brasilien. Aber leider, ich mache jetzt weiter auf Deutsch. Wir könnten eine sehr reiche Debatte führen über sehr viele interessante Fragen. Ich möchte aber dennoch wenigstens ein paar Fragen stellen, um von der Anwesenheit dieser exzellenten Rednerinnen und Redner zu profitieren. Und ich fange an mit einem Thema, das mich auch persönlich beschäftigt. Ich bin im Umweltministerium in Deutschland auch verantwortlich für einige der Klimaklagen, die die Deutsche Umwelthilfe und andere Organisationen gegen die Bundesrepublik Deutschland erhoben haben. Und ich würde gerne hier zunächst Frau Professor Schlacke fragen, was Sie von dem Ansatz halten. Es gibt eine Klage, die darauf abzielt, vor dem Deutschen Bundesverfassungsgericht, dass Deutschland sein Klimaziel erhöht. Sie hatten selbst darüber gesprochen, dass Sie sich wünschen, dass es höhere Klimaziele gibt. Aber ich möchte Sie fragen, halten Sie tatsächlich das Bundesverfassungsgericht für den richtigen Ort, um so eine Klimazielerhöhung und nicht nur eine einzelne Fachfrage durchzusetzen? Und fairerweise möchte ich natürlich das Wort zu dieser Frage dann auch an Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe geben. Und ich bitte Sie tatsächlich nur 2 Minuten jeweils für Ihre Antwort zu verwenden, damit wir noch ein bisschen weitermachen. Also an Frau Professor Schlacke. Ja, vielen Dank, Herr Morgenstern. Diese Verfassungsbeschwerden, ich glaube, es sind jetzt 4 anhängig, werden in erster Linie erhoben von natürlichen Personen, Bäuerinnen und Bäuern, Jugendliche in Deutschland. Und sie stützen sich auf das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das durch den Klimawandel betroffen und verletzt sein soll, oder eben aber auch auf die Eigentumsfreiheit, also das Eigentumsgrundrecht der deutschen Verfassung, des Grundgesetzes. Und wir haben tatsächlich durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
die Grundrechte nicht nur als Abwehrrechte ausgestaltet erhalten, sondern als Schutzpflichten, eine Schutzpflicht des Staates hier aktiv das Grundrecht auch umzusetzen, durchzusetzen. Und diese Schutzverpflichtung, die sich vor allen Dingen an den Gesetzgeber richtet, die wird hier sozusagen von den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern aktiviert. Sie sagen, der Klimawandel verletzt mich in der Gesundheit, verletzt mich im Eigentum. Allerdings ist diese Schutzpflicht des Staates nur dann vom Bundesverfassungsgericht bislang als verletzt eingestuft worden, wenn Maßnahmen der Bundesregierung zum Klimaschutz völlig ungeeignet und unzulänglich gewesen sind. Und das ist sozusagen eine untere Schwelle, die nicht unterschritten werden darf. Und wenn das der Gesetzgeber gemacht hat, dann würde das Bundesverfassungsgericht sagen, du hast nicht genug getan, du musst mehr tun und du hast nicht ein ausreichend ambitioniertes Ziel verankert, du musst ein ambitionierteres Klimaschutzziel verankern. Das ist meines Erachtens nicht der Fall. Das hat auch schon ein Verwaltungsgericht so eingeschätzt, sogar von dem geringeren Ziel, 40% Minderung zu erreichen bis 2030. Und jetzt haben wir 55%. Wir werden zukünftig 65% Minderung bis 2030 im Klimaschutzgesetz verankern müssen aufgrund der EU-rechtlichen Regelungen. Hier würde ich sagen, wird das Bundesverfassungsgericht diese Klage, diese Verfassungsbeschwerde abweisen. Die wird keinen Erfolg haben. Nichtsdestotrotz zeigen diese Verfassungsbeschwerden, worum es geht, und haben natürlich auch eine gewisse Medienwirksamkeit. Ja, und jetzt gebe ich weiter zu Sascha Müller-Krenne. Und ich habe natürlich diese Frage bewusst so gestellt, weil wir wollen ja sozusagen auch die Grenzen des ökologischen Rechtsstaates, dieses Konzeptes ausloten und nicht nur die allgemeinen Ideen, sondern wirklich gucken, wo sind die wirklich spannenden Stellen, wo wir auch selbst nicht genau wissen, bis wohin geht es und ab welcher Stelle geht es vielleicht nicht mehr weiter. Also jetzt Sascha Müller-Krenne. Ja, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit hier. Und es wird Sie jetzt nicht überraschen, dass ich die Aussichten unserer Klage schon etwas optimistischer einschätze. Ich glaube, wir klagen hier nicht nur zu Recht, sondern ich glaube auch, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben, dass das Bundesverfassungsgericht das Umweltrecht in Deutschland, das Verfassungsrecht in Deutschland auch weiterentwickelt auf Grundlage dieser Klage. Wobei man sagen muss, es sind jetzt nicht wir, die wir direkt klagen, sondern wir unterstützen zwei Gruppen von Klägern. Das eine ist eine Gruppe von Jugendlichen aus Deutschland, die Angst haben, dass ihre Zukunft, ihre wirtschaftliche Zukunft, ihre Gesundheit, ihre körperliche Unversehrtheit eben durch die Folgen des Klimawandels bedroht wird. Dadurch, dass heute schon Maßnahmen unterlassen werden, und eine zweite Klage wird, die von uns unterstützt wird, kommt von einer Reihe von Klimaflüchtlingen aus zwei südasiatischen Ländern, aus Bangladesch und aus Nepal. Und da sind uns gerade vor einigen Wochen wirklich ganz, ganz erschütternde Bilder auch aus Bangladesch zugeschickt worden. Einer der großen tropischen Wirbelstürme, die auch teilweise die Lebensgrundlagen einiger unserer Kläger endgültig zerstört haben, also Dörfer, die es inzwischen einfach nicht mehr gibt. Wir unterstützen diese beiden Klagen, und zwar genau aus dem Grund, weil wir glauben, die Bundesrepublik Deutschland hat sich völkerrechtlichen Verpflichtungen unterworfen. Wir haben jetzt auch ein neues EU-Klimaziel. Es gibt in Deutschland im Klimaschutzgesetz einen gesetzlichen Rahmen. Und unsere Einschätzung ist die, dass die Maßnahmen, und da das jetzt noch einmal herauszuheben, was Sie, Frau Professor Schlacke, gesagt haben, dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung bisher ergriffen hatte, völlig ungeeignet und unzulänglich sind, erstens, und zweitens, dass es Maßnahmen gibt, die ohne weiteres auch jetzt ergriffen werden können und sofort wirken könnten und in messbaren Größenordnungen auch die CO2-Emissionen in Deutschland reduzieren würden und damit einen direkten Beitrag leisten würden, um erstens die Zukunft von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zu sichern und die Zukunft von Menschen, die jetzt schon in anderen Teilen vor den Folgen des Klimawandels ihnen
müssen. Und da möchte ich nur zwei Maßnahmen exemplarisch nennen. Das eine ist die Abschaltung der Kohlekraftwerke, ohnehin beschlossen. Man vorziehen. Wir haben Stromerzeugungsüberkapazitäten in Deutschland. Und zweitens ein Tempolimit auf deutschen Landstraßen und Autobahnen. Wir sind das einzige Land, nicht nur in Europa, sondern fast weltweit, was kein Tempolimit hat, was auch über den Zeitraum der nächsten 10 Jahre 100 Millionen Tonnen CO2 geschätzt vom Umweltbundesamt vermeiden würde. Das ist jetzt gerundet. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung verpflichten wird, diese einfach zu ergreifenden Maßnahmen umzusetzen, um diesem Verfassungsschutz, verfassungsrechtlich geschützten Schutzgut näher zu kommen. Und am Schluss werden wir sehen, Frau Professor Schlacke, wer von uns beiden da recht behalten hat. Und wir werden natürlich auch gerne vielleicht in einer weiteren Veranstaltung davon berichten. Ich könnte natürlich auch jetzt die Meinung der Bundesregierung vortragen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich möchte nur auch noch darauf verweisen, in einer dieser Klagen wird argumentiert, dass es zusätzlich zu den Schutzgütern, die Frau Professor Schlacke erwähnt hat, ein sogenanntes ökologisches Existenzminimum gibt. Ein ökologisches Existenzminimum. Das hätte ich eigentlich Herrn Professor Rehbinder fragen wollen, wie sich so ein Konzept in die grundsätzliche Dogmatik einordnet des ökologischen Rechtsstaates. Dafür haben wir jetzt leider keine Zeit. Ich möchte ein anderes Thema anschneiden. Und zwar, Professor Voigt hat das Thema Gerechtigkeit sehr stark angesprochen. In den USA hat nun eine neue Regierung übernommen und ein großes Thema dieser Regierung wird sein Environmental Justice. Deshalb möchte ich gerne Frau Professor Voigt oder auch Arnold Kreinhuber von UNEP fragen, was Sie erwarten, wie dieses Konzept vielleicht auch dadurch, dass es jetzt einen weiteren Akteur auf internationaler Ebene gibt, der dieses Konzept verfolgt, was da für eine dynamische Entwicklung vielleicht sich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren rund um dieses Konzept entwickeln könnte. Vielen Dank, Herr Morgenstern. Wenn Sie mir erlauben, dann wollte ich nur einen kurzen Kommentar zu der vorigen Diskussion beitragen. Und das ist die Tatsache, dass eine Klage ja nicht nur in den deutschen Gerichten oder Klagen nicht nur in deutschen Gerichten anhängig sind, sondern auch auf supranationaler Ebene eine Klage unter anderem gegen Deutschland gerichtet ist vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die auch darauf hinaus zielt, die Klimaambitionen zu erhöhen von 33 Mitgliedstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und die Klage wurde von 6 portugiesischen Kindern und Jugendlichen eingereicht. Aber das wissen Sie sicher, was auch sehr interessant ist, weiter zu verfolgen. Ihre Frage zur Umweltgerechtigkeit und was geschieht jetzt in den USA? Da geschieht natürlich sehr, sehr viel. Wir wissen seit 2 Tagen, was im Klimabereich passieren wird. Das ist ja unglaublich, welche Maßnahmen neue Präsident Biden da vorgesehen hat. Im Bereich der Umweltgerechtigkeit, wir wissen, Umweltgerechtigkeit ist ein komplexes Konzept. Es beruht auf dem Zugang zu den Gerichten, Zugang oder Teilnahme in den entscheidungsfassenden Prozessen. Das ist etwas, was in den USA natürlich sehr wichtig ist, weil die Staaten, die föderalen Staaten, unterschiedliche Ansätze haben. Und da einen gemeinsamen Lösungsweg zu finden, ist ganz wichtig. Wir haben in dem Dialog heute auch über die OHIS-Konvention gesprochen, die für Europa und einigen anderen Staaten gilt. Da sind die USA kein Mitgliedstaat. Insofern ist es sehr wichtig, dass man da auf nationaler und föderaler Ebene die entsprechenden Gesetze erlassen wird. Herr Kreilhuber, wollen Sie auch reagieren? Ja, gerne, Lutz. Und möchte gerne auch erwähnen, dass es mich freut, dass wir uns wiedersehen. Lutz und ich waren Kollegen bei UNEP vor einigen Jahren. Deshalb freut es mich besonders, dass auch Lutz bei diesem Projekt beteiligt ist. Lutz, ganz kurze Antwort von mir. Das ist eine sehr spannende Diskussion. Es ist momentan, glaube ich, zu früh zu sagen, wohin uns diese Diskussion führen wird. Allerdings spüren wir auch auf internationaler Ebene, also im Bereich von UNEP, dass diese Diskussion aktueller wird. Speziell das letzte Jahr, auch hervorgerufen durch die Covid-Krise, hat uns gezeigt, dass solche Krisen natürlich auch dazu beitragen,
existierende Ungleichheiten zu verstärken. Und wenn wir jetzt das übertragen auf die Umweltkrise und wie auch etliche Autoren und Autorinnen heute schon erwähnt haben, diese Krise zunehmen wird, diese Krise schlimmer wird, dann ist durchaus anzunehmen, dass der Gerechtigkeitsgedanke im Bereich des Umweltrechtsstaates auch größeren Rahmen einnehmen wird und uns alle kollektiv fordern wird, wie wir dieser Herausforderung begegnen. Es gibt auch aus den USA doch sehr Zahlen, die große Besorgnis auslösen im Bereich der Covid-Krise, dass also gewisse Bevölkerungsteile, die ohnehin schon benachteiligt sind, durch die Covid-Krise zum Beispiel auch verstärkt Umweltnachteile erleiden. Also diese Diskussion wird uns weiterhin beschäftigen und ich glaube, die wird sehr entscheidend sein, wie sich der Umweltrechtsstaat weiterhin entwickelt. Danke, Lutz. Ja, vielen Dank an beide. Auch dies ist eine Debatte, die man eigentlich jetzt noch mindestens eine Stunde vertiefen könnte. Aber ich möchte gerne einfach noch einen anderen Aspekt einschneiden. Der Procurador José Alexandre Maximino Mota ist ein Beispiel dafür, dass es in Brasilien unabhängige Staatsanwaltschaften gibt, die auch im Bereich Umweltrecht natürlich deutlich eigenständiger agieren können und weniger abhängig von der Regierung, als es in Deutschland der Fall ist. Und deshalb möchte ich an Peter Wisk die Frage stellen, was er von diesem Konzept hält, dass Staatsanwälte deutlich unabhängiger sind, also fast schon eine Art richterliche Unabhängigkeit genießen, ob dies auch für Deutschland ein interessantes Konzept sein könnte, weil auch wir in Deutschland können natürlich von anderen Ländern lernen und sollten, wenn wir sehen, dass in einem anderen Land etwas gut funktioniert, schauen, ob wir das bei uns in Deutschland nicht auch einführen können. Also was halten Sie von diesem Konzept, Sie, der Sie ja die richterliche Unabhängigkeit selbst sehr schätzen? Ja, Herr Morgenstern, liebe Teilnehmer, das ist eine schwierige Frage für mich, über die ich noch nie nachgedacht habe. Wir stecken ja sehr tief in einem sehr ausgefeilten System der Gewaltenteilung. Und da ist das, was in anderen europäischen Ländern etwa mit der Figur des Untersuchungsrichters, daher kennen wir das, glaube ich, hier in Europa, dieses Konzept verbunden ist, dass Untersuchungsrichter auch eigenständige Untersuchungshandlungen vornehmen oder dass sie gar weitergehende Berechtigungen haben, sich in Verwaltungsangelegenheiten einzumischen. Das ist für uns sehr neu. Ich denke da vielleicht zu traditionell. Also für mich wäre es überraschend, wenn man müsste also sehr, sehr stark auch organisatorisch umstrukturieren. Natürlich sind die Staatsanwaltschaften nicht völlig weisungsfrei. Man muss natürlich sagen, dass sie überwiegend doch weisungsungebunden agieren. Da mischt sich keine höhere Stelle ein in deren Handeln, wenn es sich nicht um politisch gefärbte Verfahren handelt, die wir jetzt mit dem etwa beim Rechtsradikalismus und der Bekämpfung des Rechtsterrorismus haben. Also ich glaube, dass man da sehr viel gewissermaßen umorganisieren müsste, um den Staat gegen sich selbst in Stellung zu bringen. Das ist es ja wahrscheinlich, was man damit bewirken würde. Richterliche Unabhängigkeit ist natürlich wichtig, aber sie dient eben auch nur ganz begrenzt der Durchsetzung des bestehenden Rechts und nicht mehr. Deswegen sind ja alle sehr voller Bedenken, wenn es darum geht, das Recht fortzubilden. Also ich bin skeptisch. Ich glaube nicht, dass sich das Konzept hier durchsetzen ließe aus Gewaltenteilungsgründen. Das ist bei uns sehr ausgefeilt und sehr langjährig auch ausdiskutiert und ausbalanciert. Ich sehe aber jetzt auch direkt keinen Vorteil. Wir haben die Umweltverbände. Ich glaube, das habe ich auch vorhin gesagt, dass sie eben durch ihr extrem weites Prüfungsrecht, das sie haben, das heute praktisch in Umweltsachen unbeschränkt ist,
dass sie da das Nötige tun können, wenn es denn nötig ist. Und dass wir daneben noch unabhängige Staatsanwaltschaften, die ja weit größere Befugnisse haben müssten, als sie derzeit haben, nämlich ausschließlich in der Verfolgung von Straftaten, dass wir das nicht unbedingt brauchen. Durchsetzungsfähig scheint es mir nicht zu sein. Danke. Vielen Dank. Und ich fand auch diesen Gedanken ganz interessant, dass es ja nicht darauf ankommt, eine Institution in einer bestimmten Weise auszugestalten, sondern man muss vom Ziel her denken. Und wenn man das Ziel, Durchsetzung des Umweltrechts in Deutschland vielleicht über ein stärkeres Umweltverbandsklagerecht genauso effektiv erreichen kann, dann kann das natürlich der Weg sein, der in Deutschland beschritten wird. Es gäbe jetzt noch viele weitere Themen, die ich vertiefen wollte, aber ich habe jetzt den Hinweis erhalten, dass wir tatsächlich jetzt Schluss machen müssen. Ich hätte insbesondere noch gerne eine Frage gestellt, auch zum Bereich der Freihandelsabkommen an Professor Zengerling und auch Professora Flavia. Ich fand die Gedanken sehr interessant, möchte darauf hinweisen, dass es auch dort viel Bewegung gibt. Es gab in den letzten Tagen Ratsschlussfolgerungen, also die Außenminister der EU treffen sich regelmäßig und sie haben zu Climate Diplomacy, zu Klimadiplomatie, Ratsschlussfolgerungen verabschiedet, die darauf hinauslaufen, den Aspekt von Klima- und Umweltschutz im Rahmen von Freihandelsabkommen, aber auch generell in der Außenpolitik und in der Sicherheitspolitik deutlich zu verstärken. Und ich glaube, dies ist auch ein ganz interessantes Feld, auch für das Konzept der Umweltgerechtigkeit. Ich hätte diese Debatte wirklich gerne fortgeführt. Ich denke, es wird weitere Debatten geben. Ich kann auch an dieser Stelle schon verraten, dass es Ideen gibt, insbesondere auch in dem Bereich theoretische Umweltrecht im Bereich des Waldschutzes anzuwenden. Aber da möchte ich nicht zu viel verraten und insbesondere möchte ich dem Minister Hermann Benjamin und auch Michael Wessland nicht vorweggreifen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für die Teilnahme von allen, die hier mitgewirkt haben als Rednerinnen und Redner, aber auch allen, die zugehört haben. Wir konnten leider nicht alle Fragen aus dem Publikum aufgreifen, aber wir bleiben im Kontakt. Schicken Sie uns auch gerne Ihre Fragen, wenn Sie weiterhin, insbesondere wenn Sie Fragen haben zur Umsetzung des Umweltrechts in Deutschland. Sie können das an die Botschaft schicken, das wird weitergeleitet und wir beantworten solche Fragen natürlich immer gerne. Von meiner Seite herzlichen Dank und lassen Sie uns in der Debatte weiter dranbleiben. Bem, eu acredito que é hora. Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir zum Schluss kommen, wie man sehen konnte, habe ich mich in der ganzen Veranstaltung zurückgehalten und war stumm, weil es eigentlich darum ging, verschiedene Blickpunkte, Blickwinkel von anderen Autoren auch zu hören, in unserem Buch. Zusammenfassend würde ich sagen, dass diese Debatte über Umweltrechtsstaat gerade erst in den Kinderschuhen steckt. Und das ist spannend, weil wir haben uns das Konzept vom Rechtsstaat ausgeborgt, das an sich schon strittig ist, und haben das ins Umweltrecht gebracht mit einem neuen Titel, das ist der Umweltrechtsstaat. Und bei diesem Import können wir uns nicht von den Schwierigkeiten freimachen, von der Komplexität, theoretisch und dogmatisch, des ursprünglichen Begriffs. Das heißt, die Schwierigkeiten haben sich verdoppelt. Wir haben hier einen Begriff importiert mit allen Schwierigkeiten und Unsicherheiten und haben ein neues juristisches Gebiet geschaffen, Umweltrecht.
Und dann damit erreichen wir natürlich noch ein ganzes Universum neuer Schwierigkeiten. Das heißt, schlussfolgernd können wir dazu nur sagen, dass diese Debatte sehr reichhaltig ist, aber wie gesagt, noch in den Kinderschuhen steckt und immer unvollständig bleiben wird. Weil in 5 Jahren werden wir den Umweltrechtsstaat vielleicht haben, das hoffen wir, mit den entsprechenden Grenzen, aber auch mit dem Inhalt und den Inhalt dann besser definiert zu haben. Aber wie alles in der Rechtswissenschaft, wir müssen einerseits eine Perspektive, eine realistische Perspektive wahren, hier aus juristischen Konzepten nicht erwarten, keine Wunder erwarten. Gleichzeitig möchten wir aber offen sein, optimistisch sein, damit diese neuen Konzepte trotz aller ihrer Schwierigkeiten, Ungenauigkeiten dennoch einen Beitrag leisten können, nicht nur einen theoretischen Beitrag, sondern einen konkreten Beitrag leisten können zu den Zielen, die hier verfolgt werden. Und in diesem Fall, wie Frau Professor Christina Vogt sagte, eine ökologisch nachhaltige Entwicklung. Und damit möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken. Wir sind über 30 Minuten, 34 Minuten über die Zeit. Und es ist wirklich eine große Freude gewesen, so eine hochrangige Gruppe hier von Fachleuten zusammenzuführen. Mein Kollege Peter Wüsk, der aus einer Verhandlung rausgegangen ist. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich jetzt auch eine Robe anlegen sollte oder nicht. Aber ich denke, ein Anzug und Krawatte reicht auch. Aber trotzdem ist eine ganz große Freude, das Commitment von allen hier zu erleben mit diesem gemeinsamen Ziel, das wir haben, und zwar ein Recht zu produzieren, das nicht nur dogmatisch richtig ist und angemessen ist, sondern das auch in der Lage ist, der Gesellschaft die Ziele zu bringen. Das heißt, wir brauchen eine Rechtsdurchsetzung. Im Umweltrecht haben wir diese große Herausforderung vor uns, Durchsetzung. Das ist kein Recht, was einfach nur in den Händen der Opfer liegt. Ich kämpfe, ich streite um mein Recht, wenn ich das wohl haben will, sondern wir hängen hier wirklich bei der Rechtsdurchsetzung von der organisierten Zivilgesellschaft ab, vom Staat, weil letztlich die Güter hier, um die es geht, die gehören keinem persönlich, sondern sie gehören dem Kollektiv und sie gehören auch den zukünftigen Generationen. Ich komme somit zum Abschluss. Ganz herzlichen Dank, aber ganz besonders an unseren Dolmetscher und Übersetzer Herrn Peter Naumann, der uns allen hier bekannt ist, für seine Bemühungen, seine Energie, die er in seiner Arbeit legt und die hier auch sichtbar wird. Er macht das alles mit sehr viel Engagement und deswegen ganz herzlichen Dank an Herrn Peter Naumann und auch an meine Kollegin, Herrn Michael Westland und Lutz Morgenstern. Ich habe gesehen, Lutz ist ganz traurig. Das ist seinem Gesicht anzusehen, dass er nicht bei uns hier in Brasilien sein kann. Und wir sind auch traurig, das sieht man uns auch an, weil wir vermissen Lutz und seine Familie hier an unserer Seite. Ich wünsche allen in Deutschland noch einen schönen Abend.
Christina Voigt ist in Norwegen, Herr Kreihuber ist in Österreich, ich denke in Österreich immer noch und nicht in Nairobi, und andere Kollegen in Deutschland und den Brasilianern noch einen schönen Nachmittag. Ganz herzlichen Dank, und damit kommen wir zum Abschluss unserer Veranstaltung.